Ich möchte euch auch sehr herzlich zu dem Auftaktpodium zur Programmdebatte hier auf der dritten Bundesfrauenkonferenz begrüßen. Das Sinnbild für die Arbeit, glaube ich, in den nächsten zwei Tagen ist uns schon beim Weg hierher sicherlich in den Sinn gekommen. Baustelle, Baustelle, Baustelle. Ich denke, wir haben eine Menge vor uns, auch wenn wir über diesen Programmentwurf diskutieren. Aber ein Ergebnis dieses Podiums, das steht, glaube ich, schon vorab fest. Wir werden in den knappen zwei Stunden mit einer Kompetenz hier oben im Podium und auch mit eurer aktiven Mitarbeit nicht alle Fragen klären, sondern wir sind immer noch beim Auftakt, Gemeinsamkeiten herauszufinden und auch die Arbeit in den nächsten anderthalb Tagen weiterzuentwickeln. Ich möchte euch kurz nochmal vorstellen, wer hier im Podium Platz genommen hat. Ich möchte aber dazu sagen, ausgedruckt war auch die ostdeutsche Frauenforscherin Professor Hertha Kurich. Hertha Kurich wollte sich nicht in diesem Podium beteiligen, sie wird sich aber weiterhin einmischen. Ich möchte aber für die vielen Frauen auch aus dem PDS sagen, da Hertha doch für viele eine große Integrationsfigur war und ist. Sie hatte am 5. September 80. Geburtstag und ich möchte einfach mir von hier aus von der zweiten Bundesfrauenkonferenz nachträglich gratulieren. Im Podium zum Programmentwurf der Linken haben wir Platz genommen und ich möchte herzlich begrüßen Professor Frigga Haug, hier zu meiner Rechten in der Mitte. Sie ist, man kann vieles sagen, aber ich sage nur einen Punkt, Mitbegründerin des Arguments. Diese Zeitschrift hat im vergangenen Jahr den 50. Geburtstag gefeiert und ich glaube, dass alleine diese Zeitspanne zeigt, dass ich den Lebenserfahrungen, den Forschungsleistungen der Psychologin, Marxistin, Feministin und wie ich nachlesen konnte, auch Krimi-Autorin in drei Sätzen wirklich nicht gerecht werden kann. Ich muss hier also einen unerhörten Sprung machen. Frigga Haug mischt sich seit der Gründung der Linken in das programmatische Profil der Partei ein. Sie wurde von den ersten Vorsitzenden Lothar Wiesli und Oskar Lafontaine zur Begleitung der Programmdebatte eingeladen und beauftragt. Frigga hat weltweit nach Anforderungen an ein feministisches linkes Projekt heute gefragt und hat die Antworten in Briefen auch jetzt heute, morgen erscheint das Buch, ich glaube es ist aber hier auch zu haben, veröffentlicht. Also anregend, sicherlich noch nicht für alle bisher nachlesbar, aber es gab es ja vorab in einer kleinen Broschüre. Sie vertritt, das möchte ich noch in der Vorstellung dazu sagen, mit ihrer 4-in-1-Perspektive ein Kristall feministischer Kritik und zugleich, und das ist vielleicht das Interessante daran, denn es wurde in der Partei ja schon mehrfach diskutiert, auch eine Utopie, die sozusagen Handhabbarkeit, Praktikabilität vielleicht in sich birgt, etwas, was Gesine ja auch im Auftakt gesagt hat. Ich freue mich, dass Gesine Blöth hier auch nochmal im Podium Platz genommen hat. Sie hat uns ja schon begrüßt, jetzt können wir sie nochmal begrüßen. Sie ist erste Vorsitzende der Linken und seit 2002 Mitglied im Deutschen Bundestag. Mich würde durchaus interessieren, wie eine Philologin und Kennerin niederländischer Bibelübersetzungen haushaltspolitische Sprecherin einer linken Bundestagsfraktion wird, aber da müssen wir ja wahrscheinlich ein Zwiegespräch führen, das werden wir heute nicht aufklären. Doch ich denke, mit dem Programmentwurf und Ihrer Auftaktrede haben wir genügend Gesprächsstoff und werden das also hier in der Runde fortsetzen. Ich darf im Podium die Journalistin Christiane Reimann begrüßen, Mitglied im Vorstand der Partei der Europäischen Linken. Sie war Bundessprecherin von LISA, der feministischen Frauenarbeitsgemeinschaft in der Partei Die Linke. Sie bleibt feministische Aktivistin, wozu für sie aber ein Kampf um Amtszeitbegrenzungen gehört. Sie hat das europäische Netzwerk, das ELFEM-Netzwerk, mit aufgebaut und mit begründet. Ihr Engagement gilt unter anderem der Aufdeckung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Sie setzt sich auch ein, sehr deutlich, für ein dezidiertes Verständnis von Frauen als Friedensarbeiterin, für einen internationalistischen Zugang in der feministischen Perspektive. Sie zitiert gesellschaftspolitische Fragen von der Arbeitswelt bis zum innerparteilichen Umgang, wie viele ja von euch auch wissen, immer mit einem konsequenten feministischen Blick. Ich freue mich, dass Kerstin Kaiser, Fraktionsvorsitzende im Brandenburger Landtag, nach Leipzig gekommen ist. Brandenburg, wir wissen es, wird rot-rot jetzt regiert. Nach 20 Jahren machtvoller Opposition will die Wählerschaft auch in der Regierung da Taten sehen. Das ist eine tägliche Herausforderung an das Moderationstalent, aber ich glaube auch an die Angriffslust einer beherzten linken Politikerin.
Aber man sollte noch dazu sagen, Kerstin kam über die Frauen-AG Potsdam in der Wendezeit zu den Lisa-Frauen und sie war in einer der Vorgängerparteien, nämlich in der PDS von 1991 bis 1995 stellvertretende Parteivorsitzende und war dort verantwortlich für die Debatte und den Beschluss zur Streichung des Paragraphes 218 und stritt für feministische Politik auch in der damaligen Programmdebatte. Das sollte man vielleicht zur Geschichte wissen. Ihre wichtige Stimme kann Kerstin auch problemlos in Liedern und in slawischen Sprachen zur Geltung bringen. Deshalb ist sie auch gerne mal bei russischen Filmtagen als außerhalb ihrer harten politischen Tagesaufgaben gern gesehene Gesprächspartnerin. Als fünfte im Bunde, nicht angekündigt, begrüße ich sehr herzlich die Wissenschaftlerin Franziska Rauchhut, die jüngste in unserer Runde. Sie arbeitet als Referentin für Gleichstellungs- und Queerpolitik in der Bundestagsfraktion der Linken. Sie kommt aus Frauen-, Lesben- und queerpolitischen Erfahrungen, die sie seit eineinhalb Jahrzehnten vor allem in außerparlamentarischen Initiativen gesammelt hat. Sie war Stipendiatin der Luxemburg-Stiftung und sitzt im Moment an einer Doktorarbeit mit dem Thema Repolitisierung von Gender Studies, Queer Studies und Cultural Studies im deutschsprachigen Raum. Und damit es mit der Repolitisierung auch klappt, ist sie zugleich Lehrbeauftragte an der Alice-Salomon-Hochschule, in Berlin-Hellersdorf. Also sie schwebt noch zwischen Wissenschaft und Politikberatung, kann sich nicht recht entscheiden, aber wozu auch, sage ich da, denn die Standbein-Spielbein-Taktik gehört inzwischen ohnehin zu den neuen Erwerbsarbeitsstrategien, die uns ein neoliberaler Arbeitsmarkt aufzwingt. Mein Name ist Konstanze Kiesel. Ich bin Mitarbeiterin im Bereich Strategie und Grundsatzfragen bei der Linken. Ich werde eine ganz kurze Einleitung meinerseits machen, zuerst Impulsbeiträge aller Podiumsteilnehmer hören und ich bitte auch um Verständnis, dass, wenn wir hier so viel Kompetenz im Podium versammelt haben, so viel Erfahrungsschatz auszubreiten haben, dass wir auch eine zweite Fragerunde im Podium versuchen, aber ich möchte dann auch tatsächlich für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier danach öffnen mit Fragen, mit Kommentaren. Wie gesagt, ein Auftaktpodium, wir können in zwei Stunden sicherlich nicht alles klären. Und ich versuche auch 10 Minuten vom Ende der Debatte hier zurückzugeben ins Podium für ganz kurze Schlusskommentare. Ich hatte vergessen, das wollte ich unbedingt am Anfang noch ansagen, Gesine muss uns leider etwas eher verlassen. Wir nutzen irgendwie die digitalen Möglichkeiten noch nicht so richtig, sonst könnte sie in einer Videokonferenz, wie die Umweltkonferenz in Berlin sozusagen, dort mit begrüßen. Aber sie fährt dort direkt hin und wird hier etwas eher gehen. Zur Einleitung möchte ich zwei Splitter zur Programmdebatte machen, einen historischen und einen, der mit meiner persönlichen Biografie verbunden ist. Die ersten Beschäftigten in den Fabriken, ich springe sofort in die Neuzeit, ich habe hier eine ganze Seite weggelegt, die ersten Beschäftigten in den Fabriken der neuen Dampfmaschinenzeit, das sollten wir vielleicht nochmal erinnern, waren Frauen und Kinder. Und die ersten Generationen, auch das, wenn man in die Kulturgeschichte schaut, ist interessant, die aus bäuerlichen Zusammenhängen herausgeworfenen, die in die Großstädte gedrängt wurden durch rigide Gesetze, zum Teil, wie wir ja auch wissen, in England. Das waren, würde man heute modern sagen, Singles, Frauen und Männer. 1, 2, 3 Generationen, es ist unterschiedlich in den Ländern, die so als Schlafgänger und zum Teil auch Dienstmädchen, wenn sie keine Arbeit fanden, zu den Vagabunden und Huren sich in der Stadt gesellten. Und die eigentlich patriarchalische bürgerliche Familie des späten 19. Jahrhunderts, die sickert nämlich erst ganz allmählich in die neu entstehende Klasse ein. Ich wollte das einfach nochmal in Erinnerung rufen, weil es doch interessant ist, dass es dann, ich muss wirklich wieder einen kleinen großen Sprung machen, ausgerechnet der fordistische Wohlfahrtskompromiss war, der im westlichen Nachkriegseuropa dann ein neuer Boden war für feministische Kämpfe. Erst ab da, denn wir wissen ja, er ist auch völlig patriarchal gestrickt gewesen, entsteht ein neuer Aufbruch aus frauenpolitischer Perspektive. Im anderen Teil des Nachkriegseuropas gab es auf der anderen Seite konfliktreiche Gleichstellungserfolge und diese schlugen, ich habe es ja schon angedeutet, in feministische Kämpfe um nach der Wende, als etwa die Ostdeutschen dann 1989 sich dem Paragraph 218 wieder gegenüber saßen und gegenüberwinken und Schwule und Lesben zum Beispiel auf der anderen Seite wieder erneut der Verfolgung durch den Paragraph 175 ausgesetzt waren, der ja erst 1994
endgültig abgeschafft wurde. Ein zweiter Splitter aus einer sozusagen persönlichen Beschäftigung. Mein persönliches Initial, mit einer geschlechtergerechten Gesellschaftsperspektive umzugehen, stammt aus den frühen 80er Jahren. Ich habe Kulturwissenschaften studiert und da lehrte mich ein Ästhetiker, Lothar Kühne, die sechste Feuerbach-These sehr aufmerksam zu lesen. Und ich zitiere sie noch einmal, obwohl wir immer glauben, wir kennen sie alle. Dort steht: Aber das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum inwohnendes Abstraktum, und jetzt kommt die aufregende Stelle, in seiner Wirklichkeit ist es das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und um dieses in seiner Wirklichkeit eigentlich da mal heranzukommen, verwies Kühne damals den bei den Linken so lieb gewordenen und auch wichtigen Begriff der Arbeiterklasse in seine Schranken. In seinem Aufsatz über die sechste Feuerbach-These ruft er nämlich mitten in eine auch an vielen Stellen geistig stagnierende DDR hinein. Ich zitiere ihn: Die Arbeiterklasse isst, schläft und trinkt nicht, und sie geht auch keine sexuellen Beziehungen zu anderen Klassen und Schichten ein. Und ich denke, diese individuelle Subjektebene, nicht Klasse, sondern eben auch die des Individuums, ist etwas, was linke Politik, und das haben wir in den Programmdebatten in den 90er Jahren ja auch sehr bewegt, nie wieder verlassen darf, wenn sie Freiheits- und Gerechtigkeitsansprüche einfordern will. Nun finden wir im neuen Programmentwurf, und damit bin ich fast am Ende der Vorbemerkungen, am Beginn des Kapitels 3 über einen demokratischen Sozialismus im 21. Jahrhundert folgenden Satz. Ich möchte ihn einmal zitieren. Eine Gesellschaft der Freien und Gleichen, in der Demokratie und Frieden herrschen, in der die Gleichheit der Geschlechter gewährleistet ist, ist nur möglich, wenn die Vorherrschaft des Kapitals über die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Natur zurückgedrängt und gebrochen wird. Da ist er, der berüchtigte Hauptwiderspruch. Und er steigt im neuen Gewand zu uns individuellen Subjekten herab. Denn diesmal ist der Gegenspieler des Kapitals, so lese ich das zumindest, nicht mal mehr der Lohnarbeiter oder die Lohnarbeiterin. Der Gegenspieler sind nicht Frauen, nicht Männer, wer auch immer. Es ist die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Natur. Was ist hier eigentlich passiert? Die Subjekte sind allesamt verschwunden. Sowohl die Klassensubjekte als auch die individuellen. Und damit komme ich zu meinem allerletzten Satz. Wir haben viele Ansätze von Gleichstellungspolitik im Programm, obwohl ich sie eher aus dieser Rubrik der negativen Gleichstellungspolitik empfinde. So, macht nichts, dass du eine Frau bist. So wird vieles dort entwickelt. Ich denke, dass wir sozusagen mit solch einer Art von Gleichstellungspolitik nur den allerkleinsten Anfang von geschlechtergerechter Programmatik haben. Und ich denke, damit sind wir mitten in unserer Programmdebatte. Ich würde Frieda Haug gern zuerst fragen. Sie hat ja viel Kritisches zum Programm vorgelegt, auch sogar bis zur Umstellung von Kapiteln und einem anderen Zugang, der vielleicht in dieses in ihrer Wirklichkeit etwas ernster nimmt. Aber sie hat auch zu diesem speziellen Kapitel, wo es um Geschlechtergerechtigkeit geht, ganz deutlich gesagt, dort finden wir so eine Art unaufgeräumtes Kinderzimmer. Und ich möchte Sie gern fragen, wer soll das eigentlich aufräumen, wir Frauen? Und wie das eigentlich? Schön nah rangehen, bitte. Schön nah rangehen, ist okay so? Ja. Ungefähr, gut. Ich sage noch drei Punkte vorweg, bevor ich auf die Frage von Gesine eingehe. Also zunächst mal damit, Konstanze. Das ist nicht schlimm. Gestern haben wir eine Alexandra Tamara genannt, das ist noch harmlos jetzt. Denn die sitzen ja wenigstens nebeneinander. Also, vorweg drei Punkte. Damit wegen der vielen Kritik von mir, die schon genannt wurde oder aufgerufen wurde, nicht der Eindruck entsteht, ich fände das ganze Programm misslungen und absolut abscheulich und zum Wegschmeißen. Ich finde es sehr begrüßenswert, dass es den Entwurf gibt. Und ich finde, wenn man es durchliest, gibt es unheimlich viele Punkte, in die man einsteigen könnte, die man allerdings sofort ein bisschen umbauen wollte. Aber man wird angeregt, man kann vieles damit machen. Das gefällt mir und es gefällt mir vor allem, dass so viele Menschen sich an der Diskussion beteiligen in allen Ländern. Das ist wie eine
geradezu eine Massenschulung, die dann passiert, weil die Einzelnen sich ja die Sache selber anmessen und selber aneignen. Das kann man gar nicht positiv genug einschätzen und es hängt ja davon auch etwas ab, dass das geschieht. Jetzt springe ich dann gleich rüber in die Frage, aber was habe ich denn dagegen? Es gibt eine ganze Menge richtige, große, grobe Fehler im historischen Verlauf, in der Benennung von einzelnen Elementen, Jahreszahlen, historische Irrtümer und so. Das kann man aber leicht ändern, da macht man kleine Änderungsanträge und schon ist die Sache begründet angenommen und wir müssen uns da nicht weiter ärgern darüber. Aber es gibt im Ganzen einige Linien, fünf, die entweder ganz fehlen oder ganz merkwürdig sind, in die wir uns einmischen müssen und ich werde auf einen davon dann mit der Antwort eingehen. Die Linien sind, es fehlt die Entwicklung der Produktivkräfte in ihrer widersprüchlichen Zuspitzung zu den Produktionsverhältnissen durchgehend. Es fehlen also Widersprüche auch. Es fehlen, das hat Constanze schon gesagt, die Akteure, die Subjekte. Es fehlen die sozialen Bewegungen, auf die man sich immer zu bezieht, aber in ihrer praktischen Wirklichkeit fehlen sie. Und es fehlen im Grunde auch Visionen. Wohin will denn eigentlich diese Partei oder wer ist sie, wenn man es knapp formulieren wollte und jemanden gewinnen? Was ist es genau, was sie ausmacht? Dieses alles fehlt und es fehlen ganz elementar die Geschlechterverhältnisse. Diese kommen manchmal drin vor und es liest sich wie Stiefmütterchen in einem englischen Park. Ihr wisst, die englischen Parks sind so hohe Bäume und da wachsen unten eigentlich keine Stiefmütterchen, aber so passiert das mit den Geschlechterverhältnissen. Dass das so ist, dass die Geschlechterverhältnisse fehlen, hängt mit den anderen fehlenden Elementen zusammen. Also Produktivkräfte, Widersprüche, Akteure, soziale Bewegungen und Vision. Deswegen kann man das eigentlich nicht einzeln behandeln. Ich mache das jetzt trotzdem. Wer muss das aufräumen, wenn das Stück über Geschlechterverhältnisse, das Winzige, was es gibt, eine Spalte von 50, eine knappe Spalte von 50, geht zu den Geschlechterverhältnissen und in dieser, ich hoffe, dass die euch irgendwo vorliegt oder dass ihr die mal studiert, in der stehen einzelne Elemente, die man schon mal gehört hat, dass sie dazugehören, wahllos durcheinander, sodass es gar keine kohärente Fassung gibt. Also es gibt Gender-Mainstreaming da drin und Vereinbarkeit von Beruf und Familie, dann auch die 4-in-1-Perspektive und so ein, und natürlich Gleichstellung und so ein Rollenmuster. Ein wirkliches Durcheinander und man weiß nicht, wer das aufkommt. Und Constanze fragt mich, sollen wir Frauen das? Und ich finde das ja. Ich finde, dass wir eine außerordentlich privilegierte Position haben, das aufzuräumen, denn wir sind die Subjekte und Akteure darin und wir haben nur zu gewinnen, wenn das vernünftig gemacht wird. Es kommt am Anfang, woher wir kommen. Denn die Bewegungen benannt, ist die Frauenbewegung schon vergessen. Nachdem wir gerade gehört haben, es ist eine feministisch-sozialistische Partei, ist woher sie kommen, ist sie nicht mehr dabei. Hat das Rennen nicht geschafft. Und dann, wo sie dann vorkommt, ziemlich viel später, wird gesagt, die Frauenbewegung trat auf mit Gleichstellung als Ziel. Das ist kontrafaktisch. Die Frauenbewegung wollte keineswegs Gleichstellung, sie wollte nicht, wie wir das formuliert haben, ebenfalls einen ersten Platz, ein Fensterplatz erster Klasse auf der untergehenden Titanic, so nicht, sondern eine alternative Gesellschaft, in der auch Frauen aufrecht gehen und leben können. Das war die Idee und die war selbstverständlich antikapitalistisch. Und die wollte also auch nicht gleichstellen, zum Beispiel ebenso viel arme Männer wie Frauen oder so. So eine merkwürdige Gesellschaft hat ihr nicht vorgeschwebt, deswegen müsste vorgeschlagen werden oder möchten wir vorschlagen oder bitte ich euch mit gemeinsam vorzuschlagen, dass wir nicht mit der Gleichstellung anfangen, sondern mit dem Ursprung von Frauenunterdrückung, mit der Arbeit, der Arbeitsteilung und dem Eigentum im Ganzen. Ich habe versucht, das zu formulieren, wie das aussehen könnte, wie man sich das als Programm vorstellen könnte. Das ist die zweite Vorlage in der Mappe. Das ist leider aber eine veraltete Fassung. Ich habe das
besser geschrieben, ihr kriegt das Bessere noch. Das ist, da steht immer vorne drin, warum man das jetzt lesen soll, warum in die Geschichte und dann was als Losung daraus folgt. Das wird leichter für euch, ihr könnt diese Fassung dann wegschmeißen. Es muss aber in der Begründung, wenn wir Frauenunterdrückung, mit der Frauenunterdrückung anfangen, muss sichtbar sein, wie die Geschlechter im Laufe der Geschichte unterschiedlichen Arbeitsbereichen zugeordnet werden und wie die in der Lebensmittelproduktion tätigen Menschen unterschiedlichen Klassen zugeordnet sind und wie die Entwicklung einiger auf Kosten von allen geschieht, also die Elite, die dann alles kann und einige dürfen gar nichts entwickeln, und wie die politische Entmündigung, insbesondere der Frauen, allgemein wurde. Es muss darin erkennbar werden, das ist schwierig zu schreiben, ihr werdet das sehen, wie ich mich abgemüht habe, weil nämlich es keine Geschichtsschreibung gibt, in der die Frauen in dieser Weise vorkommen. So könnt ihr nicht einfach in die Bibliothek gehen, sondern wir müssen das selber erarbeiten und ich habe das etwas versucht. Es muss erkennbar werden, der Zusammenhang von Kapitalismus und Patriarchat. Wir haben dazu eine Arbeitsgruppe, wir haben auch eine Arbeitsgruppe zu der Frage der Arbeit, sodass man sieht, wie und welche Befreiungsperspektive eigentlich unsere Politik der Linken bestimmt und wie das Ziel orientiert ist an der Aufhebung der verschiedenen Arbeitsteilungen. Das muss unsere linke Befreiungsperspektive sein. Wenn man sagt, Geschlechterverhältnisse sind Produktionsverhältnisse, meint das eigentlich ganz was Einfaches, nämlich es meint, dass der Bereich der Lebensmittelproduktion sich, weil er den Profit bringt, den Bereich der Lebensproduktion untergeordnet hat. Dies gilt es aufzubrechen, das muss auch als Perspektive geschrieben sein. Und dafür bitten die vier in eine Perspektive, sich anzusehen, ob diese sich nicht als Perspektive für die Linke eignet. Sie ist im bisherigen Entwurf an zwei Stellen vorhanden, ganz untergeordnet und beiläufig tritt sie neben der Zwei-in-Ein-Perspektive der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, diesen Dauerstress steht plötzlich daneben, die Vier-in-Ein-Perspektive. Sie ist also vorhanden und man kann das aufnehmen. Sie ist die Antwort auf eine Jahrtausende alte Frauenunterdrückung, auf Herrschaft über Arbeit und vor allem auf Herrschaft über die Verfügung, über die Zeit der anderen. Die vier Bereiche, also das ist die Erwerbsarbeit, die Lebensarbeit, die Selbstentwicklung der Menschen als Selbstzweck und Kunstwerk und die Politik, hängen ineinander und sind auch nur miteinander als fortschrittliche Politik der Linken möglich. Also müssen unsere Forderungen doch dementsprechend ausgerichtet sein. Eine ziemliche Heidenarbeit, aber das ist doch machbar. Und einigen können wir uns, glaube ich, ganz schnell auf was folgt daraus. Rigorose Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit, wobei alle von ihrer Arbeit gut leben können müssen. Reproduktionsarbeit, also die Sorge von Menschen für Menschen, gleichmäßig für alle. Auch nicht, weil es alle den Putz einmal mal in Hand haben sollen, sondern weil dies der Entwicklung von egoistischen und nur am eigenen Fortkommen hängenden Menschen entgegenwirkt, kurz, weil dies Grundstein von Solidarität ist. Diese kommt daher und muss deswegen von uns fundamental für alle freigeräumt werden, gleiche Entwicklungsräume für alle, was sich dann auch unsere Bildungs- und Jugend- und Seniorenpolitik und so weiter anleitet. Und Politik von unten, also Zeit, dass wir alle in die Gestaltung unserer Gesellschaft eingreifen, wie man das jetzt in den Massendemonstrationen, von denen Gesine gesprochen hat, deutlich sichtbar sieht als menschliches Grundbedürfnis. Das ist der vierte Punkt. Übrigens ist das, wie ich jetzt erst merke, der schwierigste von allen für Frauen. Ich habe das immer so leicht hin, aber für euch ist es auch leicht hin. Gesagt, unseres ist Politik von unten. Wir wollen nicht Stellvertretpolitik von oben. Wir folgen unserer Rücksicht, wem man alles heranziehen kann. Bis ich jetzt dieses gelesen habe, was auch Gesine gelesen hat, die CSU. Das ist nämlich nicht nur so, dass die Linke im Nachwuchs wenig Frauen hat. Die CSU hat ebenfalls nur 18% Frauen. Das heißt, wir haben ein großes Problem mit dem Interesse der Frauen an der Politik. Oder wir haben eine lange Zeit der Entwöhnung der Frauen von politischer Teilhabe. Also brauchen wir dafür eine eigene
eine eigene Strategie. Ich bin sofort fertig. Also wenn wir Konstanze, wenn wir unsere Politik zugleich feministisch und allgemein ausrichten, wird sie attraktiv für alle, verständlich und nimmt die jetzigen Bedürfnisse der Menschen wirklich auf. Und eines der dringlichsten Bedürfnisse ist, Zeit zu haben, der Tretmühle des Herumhetzens zu entkommen. Darum fordert die Linke nicht die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Bitte streicht das alle aus dem Programm, wo das drin steht. Welches bei gleichen Verhältnissen bewusstloser Stress ist, sondern die Vereinbarkeit aller vier Bereiche, was erst der Beginn eines sinnvollen und genussvollen Lebens ist. Punkt. Vielen Dank. Vielen Dank für das jetzt nochmal ein paar kurze Entwickeln eines sehr visionären, aber ich denke auch irgendwie handhabbaren Ansatz, den wir nachher weiter diskutieren können. Ich möchte ausnutzen, dass Gesine noch da ist. Du hast ja in der Rede schon wirklich harte Herausforderungen an ein Programm der Linken formuliert, nämlich auch mit denen wirklich zusammen Politik zu machen, die täglich ausgegrenzt werden. Das muss deutlich sein, wenn wir über die Sphäre der Ökonomie sprechen, über Demokratisierung sprechen. Hier ging es darum, so eine Art Handbuch im Programm, als Programm zu entwickeln. Deshalb frage ich dich jetzt nochmal konkret, dafür ist auch einfach noch ein Moment Zeit. Das Programm entwickelt ja, ich muss auch mal sozusagen was Positives einflechten, und das finde ich auch interessant, also die Eigentumsfrage in diesen Zeiten wirklich zu stellen. Man muss sie aber als Aneignungsfrage auch tatsächlich als tätige Aneignung entwickeln. Das fehlt also ein Stück weit im Programm, aber die Frage zu stellen ist sehr gut. Auch die Demokratisierung in den Mittelpunkt zu stellen ist gut, und deshalb frage ich einfach nochmal, welche Herausforderungen an ein linkes Programm erachtest du auch aus deinen politischen Erfahrungen heraus, und davon hast du einiges beschrieben, für besonders wichtig. Das politische Programm muss erstens verständlich sein. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, und unser jetziges, letzter Programmentwurf ist ja geprägt, das kann ja auch gar nicht anders sein, und die in der Programmkommission wissen das noch viel detaillierter als ich, von vielen Kompromissen. Und die Kompromisse haben, glaube ich, die Verständlichkeit beeinträchtigt. Das sollten wir in der Überarbeitung des Programmentwurfs möglichst korrigieren. Zweitens, ein Programmentwurf sollte Identifikation stiften, dass man als Mitglied dieser Partei, als Anhängerin, als Unterstützerin sagt, ja, das sind vernünftige Ziele. Und es sollte auch Wege zur Umsetzung der Ziele benennen. Und dann sollten wir natürlich im Umfeld auch betrachten, weil ja auch die Verteilungsfrage, die Demokratie, die sind für mich unlösbar miteinander verbunden, wie kann man dann auch zu mehr Verteilungsgerechtigkeit kommen? Und das ist die Frage, auf welchen Feldern ist das möglich? Ein Feld ist natürlich, du hattest mich ja auch angesprochen, als haushaltspolitische Verantwortliche unserer Fraktion. Ein Feld ist natürlich die Frage, wie wird auf der politischen Ebene das Geld verteilt. Also wir sind da jetzt gar nicht in der Frage der Lohngerechtigkeit, der Verteilungsgerechtigkeit, auch in der privatwirtschaftlichen Ökonomie. Und ich glaube, auch da haben wir schon große Defizite. Und da müssen wir auch ein bisschen selbstkritisch herangehen. Ich bin ja im Haushaltsausschuss des Bundestages, und ich habe jetzt mal nachgezählt. Wir sind dort, das ist der größte Ausschuss oder der mitgliederstärkste Ausschuss, 41 Mitglieder. Und wer sagt mal, wie viele Frauen da drin sind? Drei. Na, drei ist ein bisschen wenig, aber 6 von 41. Und auch wir sind da nicht vorbildlich. Ich bin die Einzige von uns, habe 4 Männer an meiner Seite. Die Grünen haben eine Dame, die FDP und die SPD 2 und die CDU-CSU hat überhaupt keine. Entsandt. Dann ist natürlich klar, dass bei aller auch Unterschiedlichkeit der politischen Programmatik, wenn man diese Aufteilung hat, bestimmte Vorstellungen, Ideen ins Hintertreffen geraten. Und wir haben ja doch auch in unserem Programm versucht, sehr praktische Dinge anzusprechen. Dann sind solche Fragen wie auch, ja, wie man so schön nennt, Gender Budgeting, man kann es auch auf Deutsch sagen, geschlechtergerechter Haushalt, schwieriger durchzusetzen, weil sie gar nicht bedacht werden und mitgedacht werden, als wenn auch die entsprechenden Vertreterinnen, Frauen sich dort selbst engagieren würden.
Und wir haben ja gestern in der Podiumsdiskussion viel gehört über den Einsatz von Männern für Männerarbeitsplätze und Frauenarbeitsplätze. Also ich glaube, Sibylle war es, sie hat darüber berichtet oder nochmal zur Diskussion gestellt, wie engagiert doch die Vertreter der Bundesregierung gekämpft haben für die Arbeitsplätze bei Opel, Männerarbeitsplätze, und wie wenig Engagement da war für Karstadt, Quelle etc. Man kann es aber natürlich auch auf andere Gebiete ein bisschen umlegen. Darum nehme ich mal einfach ein anderes Beispiel aus dem Bereich der Freizeitgestaltung des Sports. Da stellt man sich die Frage, bekommen für den Sport von den öffentlichen Haushalten, vom Bund runter auf die Kommunen gerechnet, haben wir da schlechtere Gerechtigkeit? Ich kopfschütteln, ganz einfach, kann man auch ganz einfach nachweisen. Man muss auch das dann ab und zu mal aussprechen, welche Sportarten betreiben Männer und welche Sportarten betreiben Frauen. Und du bist ja bekannt, die Sportart, wo man sich auch die meisten Verletzungen zuzieht, ist Fußball. Es gibt zwar immer mehr Frauen, die Fußball spielen, und unsere Fußballnationalmannschaft ist auch besser als die Männer-Nationalmannschaft. Die können wenigstens gewinnen. Aber letztendlich werden auch auf diesem Bereich, weil eben die Fußballplätze größer sind, teurer sind, wesentlich, also um das mal an so einem kleinen Beispiel zu nennen, wird wesentlich mehr Geld von den öffentlichen Haushalten für Bedürfnisse von Männern und Jungs ausgegeben. Und das ist natürlich auch eine Frage, finde ich, darum bringe ich auch dieses Beispiel an, dass man auch einen sehr, sehr detaillierten Blick entwickeln muss. Was bedeutet dann ganz konkret im Einzelnen Geschlechtergerechtigkeit, Gender-Budgeting auch in solchen Fragen? So. Ich habe schon so viel geredet, von daher kann ich mich kurz fassen. Ich bedanke mich für diese erfrischende Entwicklung. Wir wissen also, es gibt zum Beispiel einen Anspruch, eine geschlechtergerechte Haushaltspolitik zu entwickeln von den Linken. Das finde ich irgendwie sehr wichtig, weil ich glaube, dass Denkweisen von Frauenforscherinnen, Denkweisen von Politikerinnen oft auch sehr unterschiedliche sind. Aber man spürt hier schon, dass etwas, was mit Umverteilung von Arbeit und mit Umverteilung von Ressourcen und Eigentum irgendwie alles zu tun hat und dass wir das zusammendenken müssen. Also ich fand das wirklich erfrischend, sozusagen, wie du das so ganz praktisch entwickelt hast. Wir gehen weiter hier im Podium. Christiane, du hast große Erfahrung in den europäischen Debatten, das hatte ich schon gesagt, und auch in internationalen Programmdebatten. Und trotzdem frage ich dich vielleicht aus diesem Erfahrungsschatz, welche Herausforderungen legst du dadurch, welche Kritiken, welche mehr als Wünsche, welche Bedürfnisse an das Programm der Linken an? Darauf antworte ich gerne und sofort. Aber ich muss unbedingt eine Vorbemerkung machen. Zum einen finde ich Gender Budgeting toll, auch für die Linke. Kann man ja drüber mal nachdenken. Ich möchte Gender Budgeting für die Linke. Und die zweite Vorbemerkung ist, ich bin unheimlich glücklich, heute hier zu sein. Ich bin richtig aufgeregt, weil ich denke, wir brauchen Erfahrungsaustausch und wir hatten den lange nicht. Unsere Partei verändert sich noch so stark. Wir sind noch eine junge Partei und wie gesagt, fiebernd bin ich hier und ich bin sehr glücklich, dass ich auch auf diesem Podium mitdiskutieren darf. Jetzt den Blick. Wir haben also die Linke, unsere Partei, unter der wir manchmal so leiden, wird von außen, aus dem Ausland, ganz anders gesehen. Wir sind eine große Hoffnung für Europa. Also in Europa, wenn man über die Entwicklung der Linken spricht, kommt immer unsere Linke, die Linke. Und das ist verständlich. Denn wir haben ein kleines historisches Zeitfenster nutzen können. Und wir haben es genutzt, auch mit unserer Hilfe als Frauen übrigens. Und viele andere Parteien sind noch tief in der Krise. Ein Beispiel nur, das gebeutelte Griechenland hat nicht nur die dramatische alte Spaltung schon in die dogmatische KUKUE, die wirklich alte stalinistische, kommunistische Partei, aber in der Arbeiterklasse durchaus verankert, und der Synaspismus, also unserer Partei, die in der europäischen Linkspartei ist, die KUKUE ist übrigens ein GUE-NGL auch, sondern ausgerechnet jetzt während der Proteste ist ein Drittel der Abgeordneten des griechischen Parlaments nochmal aus Synaspismus ausgetreten. Also wir haben noch Spaltungsprozesse, die einem das Herz brechen können,
Und da ist, wie gesagt, wir Linke also ein strahlendes Beispiel. Und ich frage mich häufig und kämpfe darum und es quält mich, ob wir diesen Hoffnungen auch international gerecht werden können. Das ist ein großer Antrieb für mich zu arbeiten, dass wir diese Hoffnungen erfüllen, auch von uns Frauen aus. Denn auch die 50%-Quote ist ein leuchtendes Signal in Europa für viele Parteien. Ich denke, ich sehe das Programm übrigens kritischer. Ich bin aber eine Freundin offener Worte und meine das nicht unfreundlich. Also wenn ich jetzt große Kritik übe. Ich denke, dass wir nicht nur im Feminismus, darauf komme ich nachher noch zu sprechen, sondern auch im Internationalismus in diesem Programm erheblich hinter den Anforderungen der Zeit hinterherhinken. Und zwar wissen wir aus der deutschen Geschichte, aus der internationalen Geschichte, wenn nationale Borniertheit, wenn nationaler Dünkel in Parteien die Oberhand gewinnt, endet das bei Kriegskrediten, Krieg und Nichtverhinderung von Gaskammern. Das sind die Entwicklungen, die historischen Niederlagen in der Welt. Deshalb ist der Internationalismus so wichtig. Nicht aus Gutmenschentum, das ist auch gut. Nicht aus Mitfühlen des Herzens, das brauchen wir auch. Sondern aus unserem eigenen Interesse. Zu dem eigenen Interesse gehört auch, dass heute der Kapitalismus eine ganz andere Internationalität gewonnen hat, als noch in Generationen davor. Und in dieser Internationalität ist er raumgreifend, also er hat den Globus, den Weltraum, die Weltmeere ergriffen. Und zu dieser Internationalität gehört auch eine Art von Arbeit, die international geworden ist, die uns zerstört. Wir zerstören mit der Arbeit, die doch eigentlich zur fortdauernden Entwicklung des Menschengeschlechts dienen soll. Wir zerstören mit der Arbeit uns selbst, unsere Gesundheit. Wir zerstören die sozialen Beziehungen. Und wir zerstören die Umwelt. Nur mal ein Beispiel. Die Ostseekrabben werden inzwischen in Marokko gepoolt, weil die marokkanischen Arbeiterinnen weniger sind als die an der Waterkant und so weiter. Ihr kennt die Beispiele alle selbst. Deshalb ist ein Internationalismus wichtig, weil wir nur mit einer Veränderung dieser Art zu leben, zu arbeiten und zu produzieren überhaupt eine Perspektive für die Menschheit aufschließen können. Zum Internationalismus möchte ich vielleicht ein euch etwas abseitig anmutendes Beispiel nennen. Und zwar habe ich das genannt Geschlechterverhältnisse und Bleimütter. Um im Aktuellen mal zu landen. Ihr habt ja mitgekriegt, dass Robert Edwards den Nobelpreis für Medizin bekommen hat, ja. Ausgezeichnet für seine Erfindung der künstlichen Befruchtung. In Deutschland wird mittlerweile jedes 80. Kind per In-vitro-Fertilisation gezeugt. Weltweit sind es 4 Millionen. Das ist keimhaft, keimhaft. Erst ein Markt für Zeugung und Kinderkriegen, der sich ganz dynamisch entwickeln wird. Wobei die Leihmutterschaft, um die zu bringen, ein Geschäft ist unter Ungleichen, was sie so dramatisch macht. Es ist ein Vertrag zwischen Armen und Reichen. Auf dem Markt der Menschenmacher begegnen sich die Leihmütter und diejenigen, die Kinder bestellen, nicht direkt, sondern in der Regel über Mittler. Die Zwillingsmädchen der US-Schauspielerin Sarah Jessica Parker haben zum Beispiel $130.000 gekostet. Davon bekam die Leihmutter 30.000 und 100.000 die Vermittlungsagentur. So sind die Relationen. Gleichzeitig ist ein Markt geworden, der Handel mit Sperma. In den USA ist über Internethandel von Sperma im letzten Jahr $45 Millionen ausgegeben worden. Und natürlich der Handel mit Eizellen. In den USA wird jetzt geforscht an einer Postmortem-Samenentnahme, also nach dem Tod, ne, Samenentnahme. Und einer der wichtigsten Leute hält den Aufbau eines Sperma-Archivs für US-Truppen im Kriegseinsatz für unverzichtbar.
das ist angesichts der Kriege wirkt da, springt da auch ein schöner Surplus-Profit. Ich glaube, dass wir diese Entwicklungen geistig, moralisch, politisch, strategisch kaum erfasst haben. Wir müssen uns aber auseinandersetzen mit der aktuellen Entwicklung der Trennung von Liebe und Fortpflanzung. Die begann vor 50 Jahren mit der Pille. Und es zeigt gleichzeitig, dass diese unter marktförmigen Bedingungen etwas, was eine Befreiung sein kann für die Frauen, auch gleichzeitig immer eine bestimmte Art von Knechtschaft oder Pervertierung enthält. Also an der Trennung von Fortpflanzung und Liebe kann man das sehen. Es wurde damit eine Kommerzialisierung von Sexualität und ein Geschäft mit der Fortpflanzung. Also eine Art von Befreiung, die wir so gar nicht wollten. Das zeigt für mich, jede Art von Frauenbefreiung kann auf dem heutigen Entwicklungsstand nur noch durch eine Überwindung der Marktverhältnisse erreicht werden, das heißt durch eine Überwindung des Kapitalismus in seinen Grundfesten. Und dass man nicht nur mit kapitalistischen Strukturen, sondern mit dem Kapitalismus diese, ich nenne sie mal, gefesselte Befreiung von Frauen. Dazu formuliert die 4-in-1-Perspektive, ich hoffe, ihr kennt sie alle und habt euch damit befasst, eine Alternative. Alle, Männer wie Frauen, befreien sich zur gleichen Teilhabe an Erwerbsarbeit, Sorgearbeit, an Politik und Fortbildung, Muße und Kultur. Dieses Konzept ist ganz toll und es hat große Stärken. Seine größte Stärke ist, dass durch Friggers Arbeiten und durch die Rezeption und Debatte dieser Arbeiten erreicht worden ist, dass endlich in einem größeren Umfang in der politischen Linken die unsichtbare Frauenarbeit diskutiert wird, dass mehr Genossinnen und Genossen die Geschlechterverhältnisse als Produktionsverhältnisse begreifen und somit einen Zugang kriegen zur Anatomie, zur Erkenntnis des tiefsten Wesens des Kapitalismus und des Patriarchats. Das ist ein großes Verdienst dieser Arbeiten. Ein zweites großes Verdienst sehe ich darin, dass in der 4-in-1-Perspektive die Arbeit in den Mittelpunkt gestellt wird. Denn mit der Arbeit in allen Formen, also nicht nur Erwerbsarbeit, mit jeglicher Arbeit, reproduzieren auch wir, die wir den Kapitalismus doch überwinden wollen, reproduzieren wir aber gleichzeitig dieses System täglich mit der Arbeit. Also müssen wir im Prozess der Arbeit, in den Arbeiten selbst, Ansätze der Veränderung finden und endlich einen Ausstieg zur Befreiung der Arbeit von der Marktförmigkeit. Und an dieser Stelle sehe ich aber auch eine Schwäche der 4-in-1-Perspektive und ich möchte auf die Schwächen kurz eingehen. Ich habe aber noch 2-3 Minuten, wenn ich das vergleiche, ne? Die Schwächen noch nennen. Ich denke, wir müssen gucken, dass wir nicht nur Arbeiten anders verteilen und ordnen, sondern dass wir die Marktförmigkeit überwinden, das heißt, das Kapital nicht ungeschoren sein lassen und die Ausbeutung dabei überwinden. Wir können nicht die Arbeit befreien, indem ein Teil einfach nur die Lohnarbeit irgendwie weitergemacht wird. Die 4-in-1-Perspektive ist, denke ich, ein sehr gutes ideologisches Konzept, also hilfreich, das habe ich ja auch gesagt, ich erlebe das wirklich in den Debatten als ausgesprochen hilfreich. Als Politikmodell hingegen ist es zu stark und als Utopie, denke ich, müssen wir auch noch inspirierend andere Seiten des gesellschaftlichen Lebens dazu nehmen. Die 4-in-1-Perspektive argumentiert zu Recht, dass in Deutschland wir mit einer Erwerbsarbeit von 4 Stunden leben können. Im Sudan aber braucht eine Frau allein 4 Stunden, um Wasser zu holen. Also wir müssen da mal ein bisschen globaler werden und uns auch unsere Mitverantwortung für die Frauen in der Welt mit wahrnehmen. Besser verdienende Frauen lösen weltweit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Beschäftigung von niedrig entlohnten Putzfrauen, Kinderfrauen und Altenpflegerinnen, oft genug Migrantinnen ohne Papiere und in rechtlosem Status. Diese überlassen ihre Kinder zu Hause weiblichen Verwandten, Nachbarn, Müttern und so weiter. So findet tatsächlich rund um den Erdball eine Neuverteilung der Sorgearbeit statt. Aber nicht zwischen Männern und Frauen, sondern zwischen Frauen. So hatten wir uns das nicht gedacht. Das ist eine politische Herausforderung, müssen wir beantworten.
Daraus folgt für mich, die 4-in-1-Perspektive ist nicht das einzige Schlüsselthema in der Programmdebatte für Feministinnen. Wir müssen den Rundumblick behalten. Wir müssen den Sozialstaat thematisieren. Krieg, Frieden, ganz wichtig, Ökologie und das große Ganze. Das nur sehr kurz. Wir können auch nicht nur die gesellschaftlichen Arbeiten anders verteilen, sondern müssen vor allen Dingen über den Inhalt, Sinn und Zweck der Arbeiten reden. Denn mit unserer Arbeit Art zu arbeiten, zu konsumieren und so weiter, zerstören wir die Welt. Ich glaube, wir brauchen den Dreisatz: anders leben, anders arbeiten, anders verteilen. Den müssen wir durchbuchstabieren als Feministin. Ich verheddere mich, weil ich so schnell rede. Schlussgedanke. Ich habe eine bisschen verrückte Idee vielleicht. Die soll uns nicht isolieren außer Partei. Mich interessiert, was ihr dazu meint. Ich bin es eigentlich manchmal leid, Programmentwürfen, die ich für völlig unzureichend halte, auch übrigens unlesbar. Ich weiß gar nicht, wie ihr das hingekriegt habt. Ich habe 3 Anläufe gebraucht, um den Programmentwurf überhaupt zu lesen. Wir haben oft genug versucht, hier ein bisschen Petersilie, da noch einen Satz. Was haltet ihr davon, wenn wir uns einmal frei machen, einen Programmentwurf der Frauen für die Linken schreiben? Keinen Programmentwurf einer Frauenorganisation, ein Programmentwurf von Frauen für die Linken, indem wir endlich auch dechiffrieren, dass die bisherige Politik, auch die der Linken, eine männerdominierte, durch und durch vom Patriarchat geprägte Politik ist, mit ihrer vom Patriarchat geprägten Form und Sprache. Und wenn wir einen eigenen Beitrag leisten, der könnte uns alle beflügeln, ganz andere Befreiungsdimensionen aufwerfen und wir können endlich auch einmal eine Dimension der Befreiung des Mannes entwerfen, des Mannes und der Frauen. Und daran würde ich gerne mit euch arbeiten. Vielen Dank, Christiane. Deutlich, dass linke feministische Perspektive eine internationalistische Perspektive und auch deutlich geworden eine antirassistische Perspektive ist. Sehr wichtig, glaube ich, für unsere weitere Debatte. Wir machen im Podium sofort weiter. Ich möchte Kerstin bitten, als Fraktionsvorsitzende hat sie ganze Wahlprogramme durchzukämpfen und das noch in der Situation einer Koalition, das hatte ich angedeutet, mit dem Leitbild für ein soziales Brandenburg. Was können wir aus diesen Erfahrungen, Kerstin, mit in die Programmdebatte nehmen? Du hast ja selbst auch, ich hatte es kurz dargestellt, Erfahrungen um lange Programmdebatten. Auf jeden Fall, Constanze, die Erkenntnis, dass wir ja nicht gleichzeitig in einer Gesellschaft leben und frei von ihr sein können. Das heißt, die Widersprüche von hier und heute, die ganz realen Lebenserfahrungen in dieser differenzierten kapitalistischen Welt, die nicht nur in Afrika und in Deutschland unterschiedlich sind, sondern auch schon in Brandenburg mit Verlaub und Baden-Württemberg, diese ganz verschiedenen Erfahrungen und in Widersprüche zu übersetzen, die für die gesamte kapitalistische Welt heute prägend sind und dann zu versuchen, daraus abzuleiten, erste Schritte von Veränderung im Hier und Heute, aber eben auch einen theoretischen Diskurs, eine theoretische Debatte und das heißt eine programmatische Debatte, an deren Ende eben ein Ziel steht, was wir formulieren, wo wir sagen, aber heute können wir trotzdem handeln im Hinblick auf dieses Ziel und wo wir die Art und Weise von Politik, da bin ich ganz bei meinen Vorrednerinnen, in einer anderen Art und Weise gestalten, weil wir nämlich andere Werte haben. Und das ist eigentlich auch mein Auftakt gewesen oder mein Plädoyer dafür, dieses Verständnis von Sozialismus, von demokratischem Sozialismus als Ziel, Werte, System und Bewegung wirklich beizubehalten und nicht zu kürzen, nicht einzudampfen. Ich freue mich auch, dass wir heute diese Veranstaltung machen, weil ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir mehr übereinander wissen, dass wir mehr miteinander diskutieren. Das ist meine Erfahrung der letzten Jahre in dieser noch jungen Partei. Und ich habe ja bei meinem Übergang in diese westdeutsch geprägte Gesellschaft, die auch im Osten strukturell westdeutsch geprägt ist, entschuldigt, wenn ich das sage, denn es ist ja ein Vorgang gewesen, über den wir uns, glaube ich, einig sind, um hineinzukommen in dieses neue Leben. Vor 20 Jahren, da war ich 30 Jahre alt und hatte schon 3 Kinder. Inzwischen habe ich 4 und ein Pflegekind. 3 davon sind schon erwachsen. Also da ist ja noch viel passiert. Und dann habe ich damals mit Emma und die Brigitte abonniert, um ungefähr zu begreifen, was so die bürgerliche Mitte der Gesellschaft ist. Emma titelt die aktuelle heute
Macht Sex mehr Spaß, wenn man mehr darüber weiß? Wir sagen ja. Und ich sage ganz klar, wenn wir mehr über programmatische Debatten wissen, die auch außerhalb der Linken stattfinden, wenn wir mehr nach Wurzeln suchen, die auch außerhalb dessen, was wir hier und heute im Kopf haben, liegen, wenn wir mehr übereinander wissen und wenn unsere programmatische Debatte dann nicht nur unsere Fantasie anregt, wie von mir aus beim Sex, sondern auch die Fantasie von Leuten. Gesine hat ja eindeutig gesagt, das soll einleuchtend sein, das soll die Leute irgendwie interessieren. Aber sie sollen ja auch selber sich bewegen, sie sollen sich eben nicht nur hinter unserer Fahne versammeln, das ist ja auch gar nicht das, was Gesine sagen wollte. Nur wenn diese Fantasie angeregt wird nach einer Suche, ich glaube, dann können wir am Ende auch erfolgreich sein und zu radikalen Positionen finden, die nicht ganz so unrecht meine Vorrednerin angemahnt hat. Also ich bin und bleibe dabei, so demokratischer Sozialismus als Ausgangspunkt in der Vorstellung Ziel, Weg und Wertesystem. Und ich sage auch, dass der vorliegende Programmentwurf für mich ein Stück anachronistischer Rückschritt ist im Zusammenfügen der Widersprüche, wovon aus meiner Sicht der Geschlechterwiderspruch, den wir bereits seit langem verschränkt wissen, mit allen anderen ökologischen, ökonomischen, sozialen Widersprüchen hier wieder als Nebenwiderspruch kommt. Also das muss man klar überwinden, wenn man ihn überhaupt gefunden hat an irgendeiner Stelle. Wenn es denn so ist, dass auch schon nach Marx der Mensch das als einzelnes Individuum natürlich in einer Gesellschaft leben soll, in der er weder erniedrigt noch gedemütigt, noch unterdrückt wird. Wenn wir also diese Verhältnisse abwerfen wollen, dann brauchen wir in dieser unserem Programmdebatte das Individuum als Ausgangspunkt. Und das ist heute schon gesagt worden, das lebt in einer Gesellschaft, das geht in Beziehungen ein. Und demzufolge müssen wir diese Geschlechterperspektive hier ganz klar in alle anderen Widersprüche hineinnehmen, in der Beschreibung der Wirklichkeit. Wir waren auch schon mal an der Stelle, wo wir in einer Programmdebatte in der PDS gesagt haben, rote Fäden, grüne Fäden, lila Fäden sind zusammenzuweben. Vielleicht ist dieses Bild tatsächlich ein geeignetes. Ich sage ganz klar, das Individuum muss als Ausgangspunkt gesehen werden, als Trägerin von Rechten, als Menschen, die Handlungsfreiheiten haben. Das heißt, ich brauche eine gesamtheitliche, allgemeine Emanzipationsperspektive. Wir leben aber heute in einer Gesellschaft, in der Hartz IV das Grundgesetz bricht, weil mit diesem System individuelle Anrechte, die grundgesetzlich eigentlich verankert sind, außer Kraft gesetzt werden, wo das, was wir angeblich in der modernsten Demokratie Europas vorfinden, auf Sippenrecht zurückgewiesen wird, auf Blutsverwandtschaft wird Versorgung reduziert. Es ist ein unglaublicher Vorgang, zu dem auch die Linke aus meiner Sicht viel zu lange schweigt. So klar benennen wir ihn nicht. In die Hartz-IV-Debatte diesen Fokus hineinzubringen, waren marginal und sind nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Vielleicht waren wir auch zu schwach. Also aus meiner Sicht muss das Individuum ganz klar als Ausgangspunkt formuliert werden und gesehen werden. Dann ergibt sich diese Geschlechterperspektive immanent. Die 4-in-1-Perspektive, Christiane, das regt einen natürlich jetzt an, hier zu diskutieren. Ich finde dein Verständnis berechtigt, um zu provozieren, aber ich sage ganz klar, aus meiner Sicht ist das eine Pappkameradin, die du gerade aufgebaut hast. Du bist auch eine Freundin klarer Worte, weil aus meiner Sicht hier der Versuch gestartet wurde, für einen Teil, nämlich den Bereich der Arbeit, ein theoretisches Gebilde zu entwerfen. Damit hat Frigga eine Vorarbeit geleistet für die programmatische Debatte, aber kein einzelnes und beschränktes Modell uns oktroyiert, sondern sie hat uns ein Instrument in die Hand gegeben. Das sollten wir nutzen. Und schon allein die Arbeitswelt, wie gesagt, in Stuttgart und Selo sind so verschieden, wie sie verschiedener in Deutschland gar nicht sein könnten. Also ich habe nie den globalen Maßstab hier ausgeschlossen, sondern ich habe immer verstanden, dass ich die Lebenswirklichkeit der Frauen in den verschiedenen Kontinenten genauso analysieren kann, nach einem theoretischen Modell. Und so würde ich es gerne nutzen. Vielleicht irre ich mich auch, vielleicht habe ich es falsch verstanden, dann können wir das besprechen. Kann ja vielleicht Frigga uns dann auch mal erklären. Und insofern sage ich, dieses 4-in-1-Modell ist ganz wichtig, weil nämlich die wirklich gnadenlose, die erbarmungslose Entweder-Oder-Entscheidung, die heute meine Töchter nämlich treffen müssen,
zwischen Studium oder joggen gehen und Geld verdienen selbstständig oder von Mutter abhängig sein, zwischen Familiengründung oder Karriere. Diese gnadenlose Entscheidung, finde ich, sollte Menschen abgenommen werden, und zwar durch die Gestaltung einer Gesellschaft, die alles integriert und ein Menschenrecht auf ein allumfassendes Leben hat, was alles das beinhaltet, aus meiner Sicht. Deswegen brauchen wir, denke ich, eine bessere Analyse des heutigen Kapitalismus, das mache ich jetzt ganz kurz, eine bessere Analyse der Prozesse der letzten 20 Jahre in dieser und in der globalen Gesellschaft, die eine digital vernetzte ist. Und ich glaube, auch hier haben wir in den Fragen von Menschenrechten und von zum Beispiel Demokratie die Anforderungen, die diese Gesellschaft an uns stellt, in der Analyse auch noch gar nicht erledigt. Ich wurde als Fraktionsvorsitzende angesprochen. Ich bin natürlich wirklich Genossin und ich danke auch nochmal, dass du das erwähnt hast, weil manchmal habe ich das selber ja schon vergessen. Wir machen heute Politik in der Fraktion in Brandenburg, ganz viele Frauen, gestandene Frauen der ersten Stunde, die auch in der LISA gearbeitet haben, und versuchen, diesen ganzheitlichen Anspruch zum Beispiel über die Leitbild-Debatte, zum Beispiel über unsere Projekte in Brandenburg, die wir zum Ausgangspunkt linker Politik auch jetzt von Regierungshandeln machen, einzunehmen, diese Perspektive. Unser Grundmotiv bei einem sozialen Brandenburg war Teilhabe. Teilhabe, so haben wir es übersetzt, und sie beinhaltete ganz klar dieses Motiv von Teilhabe, Bildungsgerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, demokratische Teilhabe, Teilhabe an Reichtum, Teilhabe, egal ob du in Stadt oder Land lebst, Teilhabe, egal in welcher Generation du bist. Also diese Fragen haben wir dort genauso entwickelt. Das war ein wichtiger Schritt, weil für uns dadurch mit den Projekten zum Beispiel für bessere Bildung, Kita-Qualitätsverbesserung, Lehrerstellen schaffen, öffentlich finanzierte Beschäftigung, die wir ja gestalten. Wir haben den Einstieg in solche öffentlich finanzierte Beschäftigung jetzt versucht. Und da ist die Debatte manchmal auch also wirklich gruselig. Was ich so von einigen Gewerkschafterinnen höre, wie sie sich öffentlich finanzierte Beschäftigung vorstellen, da wird mir immer ganz anders. Da müssten wir eben auch zusammen Kenntnis haben, Kenntnis über das, was wirklich in der Realität passiert. Also ein Appell nicht nur an uns. Also in diese Arbeit versuchen wir tagtäglich das hineinzubringen, unsere Perspektive. Und wir sind dabei, ein gleichstellungspolitisches Programm für Brandenburg zu erarbeiten, in der wir Gender Mainstreaming als Herausforderung sehen, aber durchaus sehen, dass unter dieser Überschrift, so frei nach der Devise Gender ist überall, die ganz reale Gleichstellungspolitik versackt ist in den Verwaltungen und wirklich unpolitisch bis zum Letzten sich nur noch auf Status quo bewegt und überhaupt keinen politischen Gestaltungsanspruch in die Gesellschaft hinein mehr hat. Ja, dass die Landesregierungen der letzten 20 Jahre, das sind die 10 Jahre Schwarz-Rot, tatsächlich diesen Anspruch umgekehrt haben und überhaupt Frauen- und Gleichstellungspolitik reduziert haben auf eine ganz konservative Familienpolitik. Und mit diesem Erbe müssen wir jetzt leben und umgehen. Das ist für uns schwierig. Ich komme mit meinem letzten Gedanken nochmal zur Programmdebatte und damit zum Schluss hier jetzt in der ersten Runde. Ich denke, die Eckpunkte haben schon einen richtigen Anspruch formuliert in Bezug auf die Geschlechterfrage. Aber wir haben bei der Debatte, wo wir in die Breite gegangen sind, wo wir nun das zum Programm wieder zusammenfassen sollen, nicht wirklich alles abgedeckt, sondern wir haben ein Loch gelassen. Auch wir selber haben ein Loch gelassen in dieser Debatte. Wir haben die Möglichkeit, die Chance, feministische Perspektiven auf linke Politik von heute zu entwickeln, nachdem die Eckpunkte einmal da waren, selbstständig als Frauenstruktur sowieso nicht. Wir haben diese Chance nicht genutzt. Wir sollten daraus lernen und das heute vielleicht mit einem neuen Beginn auch nochmal mit einem neuen Beginn versehen. Mein Nachdenken kam, als ich in Vorbereitung auf die Programmdebatte insgesamt und dann nochmal in Vorbereitung auf heute meine Kisten sortiert habe. Sowas machen ja Frauen manchmal. Und ich habe da zwei Sachen gefunden, die ich zumindest noch einmal hochhalten möchte, bevor ich dann ins Plädoyer für eine Bibliografie eigener Produkte in dieser Frage anregen möchte. Das eine ist das Heft Kontrovers, von einer männlichen zu einer menschlichen Welt, von der Arbeitsgemeinschaft LISA, Ende 91, 92 herausgegeben. Dort finden wir eine wirklich interessante Perspektive, die mit der Erfahrung des Scheiterns der DDR-Gleichstellungspolitik, die ja am Ende ein Rückschritt war, zunächst ein großer Fortschritt und dann ein Rückschritt,
bereits neue Ansätze aufnimmt. Alle Stichworte sind hier heute gefallen, zum Teil formuliert als offene Fragen. Ich kann nur sagen, Literaturkenntnis, sagte immer meine Professorin, hütet vor unerwarteten Neuentdeckungen. Und das Zweite ist das, ein Kommentar zur Programmatik der Partei des Demokratischen Sozialismus. Hier findet ab Seite 66 das Thema die Geschlechterfrage eine Lebensfrage statt und durchzieht alle weiteren Kapitel immer. Ich kann nur vorstellen, früher haben wir abgeschrieben, könnte ich dir, oder kopieren vielleicht, das wollte einfach. Ich plädiere wirklich dafür, dass wir uns selbst ernst nehmen. Wer Politik sagt und nicht zugleich Geschichte, läuft Gefahr, dass er beim ersten Gegenwind umgeworfen wird. Dieser Spruch ist nicht von mir, sondern von Peter Rühmkopf und ich finde ihn aber richtig. Deswegen sollten wir selbst gucken, wie ist unser Gewordensein aus den verschiedenen Herkunftsorganisationen, unser Gewordensein aus den verschiedenen programmatischen, ja ideologischen Zugängen, die uns alle hier heute an einem Ort zusammengeführt hat. Und das ist ein großer Reichtum, aber daraus sollte kein zersplittertes Bild von Vielfältigkeit entstehen, sondern wir sollten ein Mosaik daraus entwickeln, wo am Ende ein vernünftiges, lesbares, tatsächlich die Fantasie anregendes Programm mit einer neuen Vision zu erkennen ist. Das ist die Aufgabe. Ich finde es sehr schön, dass es uns offenbar schon mit den Impulsbeiträgen gelingt, aufeinander Bezug zu nehmen. Mache aber doch angesichts der Zeit einen etwas anderen Vorschlag, als ich eingangs gesagt habe. Denn nachdem Franziska gesprochen hat, würde ich doch vorschlagen, dass wir dann sofort für eure Fragen öffnen und dann diese Fragen quasi für die zweite Runde nutzen. Ich glaube, das ist angesichts der Zeit das Sinnvollste. Wir sind ausgesprochen maßlos sozusagen in der Organisation des Podiums gewesen. Ich finde das aber gar nicht falsch. Ich finde das beeindruckend, dass wir die Mühe auf uns genommen haben. Ich möchte zuletzt hier im Podium Franziska bitten. Franziska hat zu mir gesagt, dass sozialistische Politik für sie nur eine solche sein kann, wenn sie aus queer-feministischen Perspektiven entwickelt wird. Ich stelle die ganz einfache Frage, was heißt das überhaupt? Und was bedeutet dies für die Programmdebatte der Linken? Ja, vielen Dank für die Einladung, die recht spontan kam und auch für die Vorstellung, liebe Constanze. Wie ihr gehört habt, vielleicht ist es auch ein bisschen untergegangen, bin ich seit kurzem Referentin für Gleichstellungs- und Queerpolitik in der Bundestagsfraktion im Bereich der frauenpolitischen Sprecherin Conny Möhring. Und ich möchte meinen Redebeitrag, der sich in drei Komplexe gliedert, in der Frage beginnen, was heißt für mich queerer Feminismus? Als erstes gehe ich dabei von der Annahme aus, dass es einen politischen Feminismus nicht gibt. Wir wissen ja auch alle, es gab schon immer viele, viele Feminismen und es gibt sie noch heute. Und deswegen würde ich dafür plädieren, auch immer, wenn wir von Feminismus sprechen, zu definieren, welchen Feminismus meinen wir gerade hier. Ich sehe da hinten feministisch-sozialistisch. Okay, das wäre vielleicht schon eine Annäherung. Ich möchte gerne, wie gesagt, die Lanze brechen für einen queeren Feminismus. Ein queerer Feminismus ist für mich einer, der sich verpflichtet auf Herrschaftskritik. Und er ist einer, der verschiedene Unterdrückungsverhältnisse immer miteinander verwoben, analysiert und kritisiert. Und zwar radikal und umfassend von der Wurzel. Und queer als einen Begriff für andersartig, für verrückt, für pervers, symbolisiert für mich ein Aufbegehren gegen jegliche Normalisierungstendenzen in unserer Gesellschaft. Und eine queere Analyse zeigt nicht nur die kulturelle Formung von Geschlecht und Sexualität, sondern sie zeigt auch Gesellschaftskonzepte jenseits von Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, nämlich zu meinem Statement zum Programmentwurf. Was ist positiv im Programm? Also, es gibt was Positives im Programm. Ich möchte das auch festhalten an dieser Stelle, aus feministischer Perspektive, auch aus queer-feministischer Perspektive. Das wäre die Abschaffung des Ehegattensplittings, also die Forderung nach der Gleichstellung aller Lebensweisen und auch die Forderung nach dem Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft. Definitiv wichtige Sachen, die wir verfolgen werden. Was
fällt aber nur negativ auf. Und hier möchte ich gerne 6 Punkte machen. Zum einen, in der Präambel, wo ich es eigentlich erwartet hätte, kein Wort zu Feminismus, kein Wort zu Geschlechtergerechtigkeit. Viele andere Bereiche werden dort genannt. Zweitens, zur Legitimierung, und Frigge hat es schon angesprochen, ich möchte es gerne noch weiter ausführen, wird im historischen Rückblick auf eine fragwürdige Interpretation von der Frauenbewegung, von der Rolle des Feminismus zurückgegriffen. Und ich finde diese nicht nur kontrafaktisch, sondern eigentlich auch falsch. Dort steht, Gleichstellung war ein wesentlicher Schritt der Frauenbewegung. Da frage ich mich doch zuerst, haben wir die denn schon erreicht? Ja? Und die zweite Frage, die sich anschließt, Kani, war das alles? Ist das das Ziel gewesen der Frauenbewegung? Wollten wir nicht viel, viel mehr als nur die Hälfte der Welt, die Hälfte der Macht? Dritter Punkt. Auf seine Sprache hin untersucht, zeigt das Programm eine beeindruckende Beharrung auf alten Geschlechterklischees. Und es zieht sich durch alle Seiten. Es gibt immer das Gegensatzpaar Mann, Frau. Es kommen immer erst die Männer und dann die Frauen. Das Zentrum zuerst, das Abgeleitete, das Verworfene danach. Also ganz klare Setzungen hier von der Redaktion und stets auch nur Männer und Frauen. Also vielleicht ahnt ihr schon, ich möchte darauf verweisen, es gibt natürlich noch viele andere Geschlechter, die sich zwischen diesen binären Polen bewegen und die wir damit einfach nicht repräsentieren, wenn wir Männer und Frauen schreiben und sagen. Mein vierter Punkt. Ein dominanter Aspekt im Programm ist meiner Meinung nach, dass die Emanzipation eine feministische, eine linke, sich erschöpft in der Forderung nach Quotierung, nach Gleichstellung. Und da stellt sich mir doch sofort die Frage, aber was sind denn die konkreten Inhalte der Quotierung? Was nützt es denn uns, wenn da 50 Frauen sitzen, die aber kein Bewusstsein haben für Frauenpolitik, für feministische Inhalte? Wo bleibt da die Herrschaftskritik? Ne? Ein fünfter Punkt. Ich sage das natürlich auch als Referentin für Gleichstellungspolitik. Das möchte ich noch hinzufügen, ja, an dieser Stelle. Ich weiß, dass Quoten wichtig sind. Ich kämpfe für Quoten. Wir können dort nicht stehen bleiben. Wir müssen die erreichen und weitermachen. Mein fünfter Punkt, ein weiterer dominanter Aspekt im Programm ist das Konzept der Zweigeschlechtlichkeit, und zwar einer heteronormativen Zweigeschlechtlichkeit. Offensichtlich wird im Programmentwurf aufrechterhalten mit so kuriosen Kapriolen, dass die Lebensweisen nicht unter dem Passus der Gleichheit und Geschlechtergerechtigkeit, wo ich sie eigentlich gesucht hätte, wo ich sie auch vermutet hätte, auftauchen, sondern ganz am Ende unter der Antidiskriminierungspolitik zusammen mit den Behinderten. Da kommen auf einmal Lesben und Schwule mit rein und ich habe das Gefühl, dass sozusagen dieser Programmentwurf uns signalisieren will, das sind sozusagen die Randgruppen, die müssen wir auch noch political correct sozusagen mit einbeziehen, aber richtig haben wir sie gar nicht auf dem Schirm und wir kümmern uns auch nicht um sie. Mein sechster Punkt. Im Programm gibt es keinen Bezug zu den Verschränkungen zwischen Geschlechterungerechtigkeit, Diskriminierung von alternativen Lebensweisen, von Rassismus. Ich finde, dieser Punkt kommt wahnsinnig zu kurz, auch in unserem Programm. Es gibt einen schönen Passus, es gibt einen schönen Passus, der heißt Faschismus und Rassismus und da geht es eigentlich nur um Antifaschismus. Der Rassismus kommt dort nur neben der Nennung einfach nicht mehr vor. Aber ich wollte zurückkommen zu den Verschränkungen, eben Geschlecht, Lebensweise, Rassismus, Herkunft, Alter, Andersbefähigtheit. Das sind komplexe Unterdrückungsverhältnisse, das sind intersektionale Diskriminierungen und wir kommen in dieser komplexen Welt heutzutage nicht umhin, die auch als solche wahrzunehmen. Wir dürfen uns nicht auf einen Hauptwiderspruch oder einen Nebenwiderspruch konzentrieren. Wir müssen diese zusammen denken. Mein dritter Punkt, der Ausblick. Wenn ich mir also diesen Programmentwurf angucke, und der hat mich echt mehrere schlaflose Nächte gekostet, dann kann ich sagen, ich meine es nicht böse, ich möchte nur anregen zu verbessern.
Wir negieren mit diesem Programmentwurf alle Diskussionen in der parlamentarischen und auch außerparlamentarischen feministischen Linken. Wir produzieren mit diesem Programmentwurf Ausschlüsse statt Einschlüsse. Na, Gesine, du hast so schön gesagt, wir brauchen Identifikation. Wenn wir aber unsere potenziellen Wählerinnen, wenn wir die Linken, wenn wir Leute, die sich da versammeln, dort ausschließen, sie gehen zu den Grünen. Das können wir nicht zulassen. Wir müssen sie mitnehmen, wir müssen sie ins Boot holen. Und mein letzter Punkt, wir signalisieren mit diesem Programmentwurf ganz klar, wir sind weder ein Ort für eine radikale feministische Emanzipation und die gesellschaftliche Anerkennung von LSBT-Lebensweisen, noch sind wir ein Ort für solche Menschen, die gegen jegliche Normierungstendenzen in unserer Gesellschaft kämpfen. Dankeschön. Ich denke, ich hatte es ja angekündigt, dass es sinnvoll ist, sofort, wir haben ja auch schon viele Bezüge aufeinander hier gehört, mit euren Fragen zu beginnen und das dann zu unserer Schlussrunde hier oben zu verdichten. Mehr Zeit bleibt uns im Moment nicht, aber wie gesagt, es ist ein Auftakt für die nächsten anderthalb Tage. Hier ist auch ein Saalmikrofon aufgestellt, dort neben dem Computertisch. Und ich bitte euch um Fragen, die direkt in die bisher schon begonnene Debatte eingreifen. Kannst du bitte deinen Namen vielleicht sagen, woher du kommst? Ja, ich heiße Anita Fredetzky, ich komme aus Hamburg, ich bin dort Bezirksabgeordnete in Altona und ich bin, einige wissen das vielleicht, weil sie mich da schon mal gesehen haben, auch im Bundesausschuss der Partei. Ich würde erst vorweg dich fragen, Franziska, LSPD-Lebensweise, wenn du da vielleicht nochmal eben sagst, was das meint, also wofür das eine Abkürzung ist, wäre ich dir sehr dankbar. Ich kann es mir denken, aber ich weiß es einfach nicht. Dann wollte ich mich beim Podium bedanken. Ich sehe es auch so wie du, dass also wie Constanze, dass es toll ist, dass so viele verschiedene Sichtweisen hier heute dargeboten worden sind. Und ich habe es also auch gerne auf mich genommen und habe auch das Publikum jetzt insgesamt also sehr aufmerksam erlebt und fand das toll. Also nochmal schönen Dank für euch, die ihr hier das vorgetragen habt. Auf der anderen Seite finde ich es aber jetzt sehr schwierig, auf alles einzugehen, was da sich so angesammelt hat in der Zeit. Und ich möchte deshalb mit einem ganz pragmatischen Vorschlag anfangen, der darin bestünde, dass wir hier von der Frauenbundeskonferenz eine Grußadresse schicken an die Frauen, die, also das hast du ja, Gesine, richtig gesagt, überwiegend sind Frauen betroffen von Hartz IV, von Erwerbslosigkeit, von all dem, was daran hängt. Und die haben nämlich morgen in Oldenburg eine Demonstration, auf der auch zum Beispiel Genossinnen von uns aus Hamburg sein werden und deshalb auch zum Beispiel heute nicht hier sein können. Und ich würde vorschlagen, dass wir eben als Bundesfrauenkonferenz an die dort Demonstrierenden, die hoffentlich viele werden, eine Grußadresse schicken. Das als pragmatisch vorweg. Dann zum Grund, also immer wieder ist gesagt worden, und ich finde das richtig, es geht um die Auflösung dieses Verhältnisses Kapitalismus-Patriarchat. Wir dürfen nicht irgendwo nur an den Phänomenen rumbasteln. Und da finde ich es eben immer wieder wichtig, dann auch zu sagen, also das, was Marx beschrieben hat, ist eine Analyse, die richtig ist, die aber beschreibt, dass eben der produktive Bereich und der sogenannte reproduktive Bereich beide zur Produktion der Gesamtgesellschaft gehören und deshalb eben diese Trennung in Produktion und Reproduktion vom Bewusstsein her auch aufgehoben werden muss. Das Ziel von uns muss sein, eben eine Gesellschaft zu schaffen, in der nicht Arbeit geleistet wird in allen möglichen Formen, die von anderen ausgebeutet werden können. Und dieses Ziel läuft auf eine Überwindung auch dieser Trennung von sogenannter produktiver und sogenannter reproduktiver Arbeit hinaus. Dahinter steckt aber ein ganz anderes Denken,
Also wenn ich jetzt Erziehungsarbeit mache, das sind langwierige Prozesse, die sind nicht schnell ausbeugbar, sozusagen nicht schnell sichtbar ausbeugbar. Und andere Prozesse, wenn ich eben irgendwie einen Topf töpfe, jetzt mal um es ganz einfach zu machen, oder ein Auto produziere, das sind sichtbare und viel einfacher zu definierende Prozesse. Wir müssen also auch, und das hat Christiane, finde ich, auch richtig angedeutet, es geht immer auch um die Inhalte. Wir müssen in Richtung Umdenken weiter orientieren und wir müssen wirklich, wir dürfen es nicht dabei stehen lassen, dass wir jetzt nur Quote fordern oder dies oder das oder auch 4-in-1, was ich auch als Übergangsmodell verstehe, als Anregung, sehe ich auch so, wie du das gesagt hast, sondern dass wir wirklich verlangen, dass die Gesellschaft am zentralen Punkt umdenkt und sagt, Kapitalismus und Patriarchat ist im Prinzip unmenschlich und von daher eben von uns inhaltlich auch abzulehnen. Und das müsste jedenfalls aus meiner Sicht auch in sowas wie unserem Programm mal so gesagt werden. Und das wird, finde ich, nicht gesagt. Alle die anderen Sachen, dass der Rassismus dort nicht erwähnt ist, diese Querüberlegung von dir, Franziska, finde ich total spannend, weil ich weiß, dass das gerade bei den jungen Frauen heutzutage eine ganz andere Rolle spielt als bei uns Älteren noch. Also ich musste erst mal überhaupt lernen, in ihre Denke so reinzukommen, weil ich das so überhaupt nicht auf der Platte hatte. Und ich denke, da müssen wir noch ordentlich dran arbeiten. Warte mal, ja, das ist... Kann ich dich bitten, wir haben noch anderthalb Tage, nicht okay, mehr Workshops, wo wir genau, ich wollte nur noch eine Ergänzung, entschuldigt, dass ich jetzt so lange spreche, aber das hat sich bei mir so unendlich viel aufgestaut. Weil eben, ich denke, wenn wir es nicht schaffen, in der Linken wirklich den Anteil der Frauen zu steigern und die attraktiv zu machen, für junge Frauen auch vor allen Dingen, dann sind wir irgendwie in der Gefahr, dass wir nicht ernst genommen werden können politisch und dass wir auch nicht wirklich was erreichen können. Deshalb möchte ich nur noch mal kurz sagen, vorhin wurde gesagt, dass eben Frauen offensichtlich kein Interesse an Politik zu haben scheinen. Also ich weiß gar nicht, warst du das, Gesine oder irgendwer, weil eben im parlamentarischen Bereich sie so wenig auftauchen. Ich denke, sie haben eben kein Interesse an parlamentarischer Politik. Da fällt ihnen das schwer. Und da müssen wir uns fragen, woran das liegt. Denn was ich sehe, ist in Hamburg zum Beispiel, in allen relevanten Initiativen, die auf der Straße stattfinden, sind Frauen in den ersten Linien und Frauen bilden dort die Masse derer, die auf die Straße gehen und die was anderes wollen. Deshalb, das muss irgendwo anders liegen und das muss mit dem Parlamentarismus zusammenhängen. Dankeschön. Als nächste hatte sich Katina gemeldet und dann nur hier vorne. Mein Name ist Katina Schuber, bin Mitglied des Parteivorstands und komme aus dem Landesverband Berlin. Also mein Eindruck ist nicht, dass wir zu wenig Frauen in den Parlamenten haben, glaube ich. Das ist, scheint mir nicht das strukturelle Problem zu sein, mit dem wir zu kämpfen haben. Möglicherweise ist die Art und Weise, wie wir Parteiarbeit machen, eher abschreckend. Vor allen Dingen, wenn man einen Kreisverband angebrüllt wird, aber weniger an der Sache diskutiert wird. Das kann ich mir eher vorstellen. Das war aber nicht der Grund, warum ich mich gemeldet habe. Das war eigentlich eine Replik auch auf deinen Beitrag, man muss Kapitalismus und Patriarchat zusammenbekämpfen. Und ich möchte Franziska unterstützen. Das reicht nicht. Wenn wir uns die gesellschaftlichen Unterdrückungsverhältnisse in der Gesellschaft angucken, dann sind auch Frauen Unterdrückerinnen. Nämlich genau an dem Punkt, wo wir zum Verhältnis Rassismus kommen. Wir haben natürlich Frauen, die sich die polnischen Putzfrauen ins Haus holen für einen Apfel und ein Ei ohne Sozialversicherung. Das hat ganz viel mit der gesetzlichen Grundlage zu tun, weil eben die gesetzliche Grundlage so ist, dass im Moment wir noch keine Arbeitnehmerfreizügigkeit haben. Das hat aber auch was damit zu tun, dass das sozusagen gesellschaftlich angelegt ist. Und diese Unterdrückungsverhältnisse, die verschränken sich ineinander in dieser Gesellschaft. Wir haben auch Mittelschichtsfamilien türkischer Herkunft, die bulgarischen Frauen beschäftigen, schwarz, ohne jede soziale Sicherung. Und wenn man sich mal anguckt, was ist sozusagen, wenn man die verschiedenen Diskriminierungs- und Unterdrückungsverhältnisebenen versucht zu versinnbildlichen, wer ist sozusagen die idealtypische Person, an der man sich das vorstellt, dann ist es die lesbische, schwarze Frau ohne deutschen Pass, prekär beschäftigt, alleinerziehend, aber mit der Behinderung. So, also
ich meine das jetzt gar nicht lustig, sondern daran kann man sich das ungefähr nachvollziehen, was es für ein Unterdrückungs- und Diskriminierungsverhältnis in dieser Gesellschaft gibt. Und das findet sich zu wenig in unserem Programmentwurf, weil da haben wir in der Tat in erster Linie den Hauptwiderspruch. Und wenn wir den Kapitalismus bekämpft haben, dann wird sich alles andere von allein ergeben. Ich fürchte, die Historie hat uns bewiesen, dass es nicht so ist. Und ich glaube auch, dass unsere Gesellschaft viel zu kompliziert ist, als dass wir es allein dadurch hinkriegen. Weiß, dass eine radikale Herrschaftskritik doch verschränkt antipatriarchal, antikapitalistisch, antirassistisch und auch die Heteronormativität zu überwinden hat, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass wir das wirklich zusammendenken, also mit Hochdruck hier doch eine große Aufgabe vor uns haben. Bitte. Ja, also mein Name ist Cornelia Swillers-Knöchel, ich komme aus NRW und ihr hört es, das sage ich auch immer gleich dazu, ich komme nicht wirklich aus NRW, ich lebe dort aber seit 10 Jahren. Und engagiere mich dort. Ich bin eine der Bundesliga-Sprecherinnen, aber melde mich nicht deswegen zu Wort gemeldet. Ich freue mich, also im Vorfeld war mal so eine Diskussion, ist es sinnvoll, so ein Podium zu machen und nicht gleich in Workshops zu gehen. Ich muss jetzt nach diesem Podium sagen, ich finde es gut, dass es stattgefunden hat, denn es sitzen verschiedene Vertreterinnen verschiedener Meinungen dort oben, die alle im Endeffekt gesagt haben, man muss was am Programm machen. Deswegen auch an alle von mir die Frage, wir müssen was am Programm verändern. Wie machen wir es? Das würde mich interessieren. Wie konkret gehen wir jetzt weiter? Ich fände es gut, wenn wir es hinkriegen, so wie jetzt auf dem Podium oder wie auch das Publikum, dass wir uns gemeinsam zuhören, auch aus der Geschichte heraus. An Kerstin habe ich noch die Frage, ich habe sehr interessiert gesehen, was du da an Literatur hochgehalten hast. Wo kriege ich diese Literatur? Ich kenne sie nämlich nicht. Danke. Vielleicht kann man die Literatur ja in Dateien packen und auch im Netz veröffentlichen. Vielleicht finden wir eine vernünftige Möglichkeit, das wirklich zugänglich zu machen und halten das fest. Wunderbar. Bärbel. Ja, danke, Bärbel Lange. Also das ist natürlich erstmal sportlich gesprochen eine Steilvorlage. Es gibt ja ganz viele Materialien, Texte, Diskussionsergebnisse der letzten 3 Jahre, seitdem wir uns auf den Weg gemacht haben, über die Quellparteien, ein blödes Wort, hinaus, aber mindestens dort, diese Partei ja mit entstehen zu lassen. Vielleicht ist es wirklich möglich, wir entwickeln mal die Bibliografie unserer eigenen Texte und dann könnten auch die Produkte, die wir innerhalb von Lisa in den letzten 2 Jahren erstellt haben, hier parteiintern und über die Partei hinaus zur Kenntnis genommen werden. Als, finde ich jedenfalls, tolles Material können wir nennen, unsere Broschüre zur guten Arbeit, schlechte Arbeit, Arbeitszeitverkürzung auf die Tagesordnung. Das war ja unsere große Lisa-Tagung im Jahr 2008. Und wir hatten ja auch im letzten, nein, es war sogar dieses Jahr, auch eine Lisa-Tagung, wo wir uns um das Thema Frauen und Gesundheit gekümmert haben. Auch das wollte ich eigentlich nicht sagen. Katinas Redebeitrag hatte mich so emotional ans Mikro geführt. Da stehst du ja. Das mit den Unterdrückungsverhältnissen und mit den Machtverhältnissen, also Unterdrückung und Macht, trenne ich mal nicht. Wenn ich wieder global gucke und weiß, dass nur 1% des Reichtums an Produktionsmitteln weltweit in den Händen der Frauen liegt, da denke ich, ist die Machtfrage und die Herrschaftsfrage eindeutig festgelegt zwischen diesen beiden Geschlechtern. Ich habe aber dann, als ich dann schon auf dem Weg zum Mikrofon war, gemerkt, gut zuhören, und das ist auch ein ganz wichtiges Ergebnis für mich in diesem Parteiprogrammdiskussionsprozess, das sollten wir ja auch machen, dass dein Aspekt des Rassismus da unbedingt hineingehört. Das fand ich dann doch wieder ganz gut. Ja, ich möchte darauf hinweisen, dass Frigga uns aus meiner Sicht eine hervorragende Arbeits- und Diskussionsgrundlage gegeben hat und wir uns heranmachen sollten, unseren Begriff von Arbeit in dieser Programmdiskussion zu definieren, nicht ausschließlich in diesem Feld auch zu definieren, dass es außer der Erwerbsarbeit noch die viele Care-Arbeit, die Fürsorgearbeit gibt, sondern dass wir auch in eine Perspektive hineingucken, nämlich welche Arbeit
möchten wir haben. Also das wäre so ein Plädoyer aus meiner Sicht für die heutigen und morgigen Stunden, die wir miteinander verbringen, diesen Arbeitsbegriff für uns noch zu diskutieren. Ein kleiner Gedanken zum Schluss. Die Konferenz ist wunderbar, dass wir Zeit haben, Raum haben, miteinander zu diskutieren, dass wir auch unsere Kritik an bisheriger Arbeit innerhalb der Linken hier formulieren können, aus unserem Frauenblick. Und das, was Anita Friedecki aus Hamburg gesagt hatte, das möchte ich nochmal aufgreifen. Die Frauen sind wirklich nicht politikmüde. Die Anti-Atom-Bewegung der 70er und 80er Jahre in der alten Bundesrepublik, die wurde maßgeblich auch von Frauen getragen, weil es ging dort um die Zukunft ihrer eigenen Kinder, unserer eigenen Kinder. Und wenn ich behaupte, dass bei der jüngsten Anti-Atom-Demonstration in Berlin auch der Frauenanteil groß ist, ist das, wenn es stimmen sollte, ist das für mich nur eine Kette davon, dass die Frauen die Perspektive, ihre individuelle und die dieses Planeten sehr wohl in den Blick zu nehmen wissen. Ich bedauere das deswegen ganz doll, dass wir dieses Element der gesellschaftlichen Bewegung, die wieder neu und massenhaft entstanden ist, nicht geschafft haben, hier in diese Konferenz mit hineinzubringen. Bärbel, vielen Dank für deinen Beitrag. Jutta hatte sich gemeldet und zögert mir nicht. Mit dem Blick auf die Uhr werden wir damit die erste Runde auch hier aus dem Publikum beenden. Wir haben ja dann die großen Werkstätten und Arbeitsgruppen, in denen wir alles vertiefen werden. Es steht ja jetzt auf eine entscheidende Frage zurück ins Podium, nämlich wie verändern wir das Programm? Bitte Jutta zu dem letzten Beitrag. Ja, ich versuche jetzt mal einfach das auszudrücken, was mein ganz spezifisches Interesse hier ist. Also erstmal zu vielen einen finde ich das gut, dass das jetzt so breit aufgegriffen wird. Ich finde aber gleichzeitig, dass die Kritik, die dann auch geäußert wird, zeigt, dass wir einfach noch ganz viel darüber diskutieren müssen und es also sehr viel konkreter noch machen. Denn also das, was Kerstin sagte, der Pappkamerad, der da teilweise aufgebaut ist, also das finde ich auch, er zeigt, dass das Visionäre und Utopische, was umgreifend ist, noch nicht richtig vorgedrungen ist. Aber meine eigentliche Frage, das ist das, was mich auch wirklich richtig im Moment beunruhigt, neugierig macht, wo ich nicht so richtig mit klarkomme, ist diese Queer-Frage, Queer-Politik. Und ich habe an Franziska jetzt eine Frage. Kerstin hat gesagt, wenn wir Politik sagen, müssen wir Geschichte dazu sagen, sonst wird es nichts. Meine Frage ist, wie können wir mit dem Queer-Ansatz zum Beispiel die Geschichte der Produktivkraft entwickeln und denken, die Geschichte der Produktionsverhältnisse. Und die Queer-Geschichte kommt von dem dekonstruktivistischen Ansatz, also Judith Butler, ne, es gibt also kein materielles Geschlecht oder Geschlecht ist immer schon auch ein diskursives Produkt. Wir sind ja aber, wenn wir uns den materialistischen Ansätzen zuwenden, verlieren wir dieses. Das heißt, wir verlieren ein Subjekt, mit dem wir dann Politik machen können. Also wie können wir in dem Queer-Ansatz ein Wir konstituieren? Wie finden wir es wieder? Also es gibt ja die Kritik, dass die Queer-Entwicklung im Grunde dieses gemeinsame Subjekt auch mit dekonstruiert haben. Das heißt, dass es zu einer ziemlichen Schwächung auch der Frauenbewegung, der sozialen Bewegung überhaupt geführt hat. Ich sage das mal als Kritik. Aber nochmal, wie können wir also die Produktivkraftentwicklung historisch aufarbeiten, wenn wir die Frage der Geschlecht nicht mehr denken können oder nur in der Heterogenität oder in der Zweigeschlechtlichkeit denken können? Eine Lösung ist es, an der Tätigkeit, an der Arbeit anzusetzen. Und dann ist die Frage, ist das nicht, oder wäre da vielleicht eine Lösung, dass wir von den Tätigkeiten her denken und die Frage der Geschlechter von dem Standpunkt der jeweiligen Subjekte denken und mit ihren Erfahrungen arbeiten und die Erfahrungen analysieren und genau gucken, wie haben sie eigentlich eingegriffen in der Aneignung ihrer Geschichte in die Verhältnisse. Und die Frage ist dann, ob Queer nicht auch so eine Formel im Moment ist, die also sehr viel Applaus findet, aber wo wir eigentlich auch genau hingucken müssen, wie können wir damit Politik machen. Vielen Dank.
Ich hatte eigentlich schon angekündigt, dass wir zurückgeben möchten ins Podium, weil sonst die Zeit nicht ausreicht. Fragen sind gestellt. Ihr hattet euch jetzt hier beide noch zum Mikrofon begeben. Ich frage jetzt einmal nochmal in den Saal. Schaffen wir es kräftemäßig, denn es ist ja auch sehr anstrengend, alles zu verfolgen, alle gemeinsam eine Viertelstunde zu überziehen. Das ist möglich, weil wir in die Mittagspause reingehen. Dann würde ich nämlich euch beide noch bitten zu sprechen. Dann machen wir das. Also ich hätte nur eine ganz kurze Frage. Ich möchte nicht so lange philosophische Abhandlungen machen. Mich würde interessieren, wie die Damen des Podiums, so Genossinnen, zu diesen Übergangsprozessen stehen. Also wir leben, und alle haben das ja betont, in einer kapitalistischen Gesellschaft, die wir überwinden wollen, wo wir neue Ansätze, Visionen haben. Und welche Rolle da das bedingungslose Grundeinkommen spielen sollte, das wäre für mich die Frage, weil das ist, denke ich, eine wichtige aktuelle Diskussion, die eben auch im Parteiprogramm mit geführt wird, und deswegen würde mich die Meinung dazu interessieren. Danke. Ich bin Aisha Fehmel, ich komme aus Kiel, ich bin in der Kommune, bin Sozialarbeiterin seit 27 Jahren oder noch mehr. Ich arbeite in der Frauenberatungsstelle und ich arbeite ganz viel mit häuslicher Gewalt, mit Frauenhandel. Und ist es vom Transgender auch nochmal geredet worden, das ist auch eine Minderheit, die geschützt werden. Aber meine Frage ist ganz anders. Ich bin stolz mit euch, das wollte ich ja nochmal sagen. Das ist ganz was anderes. Heute so viel, ein großes Potenzial hier. Wir sind nicht unbewusst. Wir sind bewusst hier, wir wollen auch was verändern. Wenn wir hier kommen alleine, das ist schon ein kleiner Weg. So, meine Frage. Das ist ganz einfach, hat mich interessiert, ich will hier auch nicht philosophieren. Migration, also die weibliche Arbeit. Arbeitskreis senkt den Preis. Wenn die Migrantinnen zum Beispiel ganz viel Arbeit machen im Haushalt, also wer auch immer als Friseurin, Alterspflege und so weiter, senkt die Preise. Wollte ich von euch wissen, eine Frage, ob das wirklich uns schadet. Und zweite meine Frage, warum brauchen wir eine Frauengleichstellung? Brauchen wir Feministen noch eine Frauengleichstellung, die uns nicht nützt? Wenn das Verwaltung Arbeit macht. Das ist meine zweite Frage, ich bedanke mich. Vielen Dank auch für deine Fragen zum Schluss. Wir haben jetzt noch ein ganzes Konvolut von Fragen an alle zum Arbeitsbegriff, zur vielen Eigensperspektive, zu, wie eben es nochmal kam, Übergangsprozessen, spezielle zum Beispiel, wie man darin Einkommensumverteilung durch die Möglichkeit des bedingungslosen Grundeinkommens sieht. Wir haben nochmal Fragen, wie man Gleichstellung in praktischen Prozessen besser fassen kann. Dazu hat ja auch Kerstin vieles gesagt. Und wir haben natürlich auch eine, die würde ich so ein bisschen hervorheben, wie verändern wir hier sozusagen gemeinsam das Programm. Auch dazu kamen ja einige Vorstellungen. Vielleicht können wir die hier auch nochmal bündeln in den Antworten. Und es kam noch eine sehr komplizierte Frage. Ich hoffe, Franziska hat sie richtig verstanden. Zur Queerenpolitik und der Darstellung der Produktivkraftentwicklung, also Queerenperspektive und damit Möglichkeit, auch Produktivkraftentwicklung darzustellen. Wie kann man also diese verschränkte Sicht in die Herrschaftskritik mit aufnehmen? Und auch die Frage, die einfachste, mit Franziska beginnen könnte, sofort: Was sind LSPD? Ja, vielen Dank für die Nachfragen. Ich werde jetzt nur auf die Fragen eingehen, die mich persönlich angesprochen haben, um die Zeit zu sparen. Da habe ich einmal Anita LSBT bezeichnet, lesbisch, schwul, bisexuell, transgender. Und um es politisch korrekt zu machen, wird öfter auch ein I rangehängt noch, und dann sind die Intersexuellen auch mit im Boot. Zu deiner Frage, Jutta, queer und die Handlungsfähigkeit, die Handlungsmacht, die Kapitalismuskritik, ja, also tatsächlich eine Frage, die ganz, ganz oft diskutiert wird, wo sich auch einfach queer und Frauenbewegung, queer und Lesbenbewegung harte Kämpfe geliefert haben und auch heute noch liefern. Queer geht davon aus, dass wir alles, was wir sozusagen an Identitäten vorfinden, konstruiert haben, sozial durchdrungen ist. Und möchte halt gerne diese Annahme des kohärenten Subjekts, ja, dass wir sagen können, wir sind Frauen und dabei sind wir alle gleich, das möchte queer in Frage stellen und auf die Differenzen hinweisen und auf die Konstruiertheit. Ich glaube, darin zielt es so ein bisschen deine Frage, ne? Wo kommen wir dann sozusagen in die Kritik wieder, in die Herrschaftskritik, in die Kapitalismuskritik?
queer wäre nicht queer, wenn sie das nicht schon selbst auch gemerkt hätten, dass ihnen da sozusagen was fehlt. Ist ja eine sehr selbstreflexive Bewegung und gerade in den letzten 2 Jahren ist ganz, ganz viel passiert auf dem queeren Sektor zur Neoliberalismuskritik, zur Kapitalismuskritik. Da sind Konferenzen, Workshops gemacht worden, zum Beispiel in Berlin, Who Cares? Ich kann verweisen auf Schriften dazu von Melanie Groß, Gabi Winker, Antje Engel. Das ist sicherlich sehr, sehr spannend. Ansonsten möchte ich zu diesem Punkt sagen, auch in queer kann man einen strategischen Essentialismus denken. Das ist ein Begriff, der von der Theoretikerin Spivak kommt. Und mit dem kann man handlungsfähig sein, unter der Prämisse, dass man dann auch wieder Identitätspolitiken aufgeben kann, wenn sie nicht mehr nötig sind. Im Endeffekt geht es mehr um Inhalte. Wir kämpfen für Inhalte und weniger um Identitäten. So viel vielleicht dazu. Und ich mache gleich den Abschluss. Frage von Cornelia, was machen wir denn jetzt besser? Ich habe eigentlich schon ganz viel dazu gesagt in meinem Vortrag, aber meine Vorstellung wäre, wir brauchen Frauen- und Gleichstellungspolitik, aber wir brauchen ganz darüber hinaus auch feministische Politik. Wir müssen eine Definition auch in diesen Programmentwurf schreiben, was ist für uns Feminismus, was ist für uns feministische Politik. Wir müssen die Menschen jenseits der Norm der Zweigeschlechtlichkeit repräsentieren in diesem Programm und zwar überall, also quasi gemainstreamt. Und ich hätte sehr gerne in dem Programmentwurf auch ein Bekenntnis zur intersektionalen Analyse unserer Gesellschaft. Dankeschön. Franziska, das Stichwort der Handlungsfähigkeit ist gerade gefallen. Ich gebe sofort weiter an Gesine. Ich glaube, die Frage von Cornelia, wie wir das Programm konkret verändern, war ja auch ziemlich konkret gemeint, nämlich wie das, was wir hier diskutieren, wo es Beifall gibt, wo die Leute nicken, wie das dann aufgenommen werden kann und wirklich in die Papiere einfließt. Das ist natürlich wichtig, weil sonst haben wir uns gefreut, wie schön wir diskutiert haben und in dem Programm findet sich das nicht wieder. Wir haben ja, Karin kann ja vielleicht dazu auch nochmal was sagen, viele verschiedene Schritte uns überlegt, wie wir an der Verbesserung, hoffe ich jedenfalls, des Programms arbeiten, also Verbesserung mit Baby Baum oder so, nicht Verbesserung, weil es ja gerne schnell in den falschen Hals kommt, also eine Verbesserung des Programms. Und ein wichtiger Schritt wird sein der Programmkonvent, den wir am 7. November in Hannover veranstalten, wozu viele hoffentlich kommen, eingeladen sind und für uns... Schnell anmelden. Wie bitte? Schnell anmelden, sind schon viele. Naja, wir haben jetzt Überraschung, kann ich sagen. Wir haben die Stuhlkapazitäten erhöht, also 750 Menschen können sitzen. Parken und stehen wahrscheinlich noch, wie das dann nochmal so ist. Also, wir haben also erkannt, dass es ein großes Interesse gibt und darum können also, wie gesagt, 750 Sitzplätze in Anspruch genommen werden. Schreiben muss man ja wie früher an der Uni auf den Knien, aber das kriegen wir dann hin. Ich glaube, dass es gut wäre, es wird ja hier auch alles mitgeschrieben, mit aufgenommen, wenn wir dann auch, um es mal ganz praktisch zu sagen, im Parteivorstand mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam hier Punkte herauskristallisieren, die hier auch von vielen gefordert wurden, um das auch entsprechend wirklich im Text des Programmes unterzubringen. Das ist dann letztendlich ja auch erstmal zu formulieren und dann auch entsprechend umzusetzen, durchzusetzen. Und darum wäre es gut, wenn ihr auch, wenn ihr zurückfahrt in eure Bundesländer, in eure Gremien, darüber berichtet, dass es ein ganz, ganz starkes Bedürfnis gibt, auch die feministische, die Frauensicht mehr in das Programm einzubringen, als es bisher der Fall ist. Was ich auch nochmal unterstreichen will, was ich wirklich wichtig finde, dass wir nicht ständig das Fahrrad neu erfinden. Und darum bin ich auch Kerstin sehr dankbar, dass sie auch Schriften von 1991 mitgebracht hat. Weil es wird wahrscheinlich jedem von euch so, oder jeder von euch so gehen, wenn ihr eure Sachen mal durchschaut, sei es nur aus der Politik oder sei es von mir aus auch noch aus dem Studium. Man staunt ja, was man alles mal geschrieben hat und gemacht hat und wie wenig man von dem wieder aufgreift, das wäre schade. Letztendlich, glaube ich, ist es aber auch wichtig, dass wir, und das will ich nochmal gerade nach den letzten Redebeiträgen auch nochmal hervorheben, bei aller Unterschiedlichkeit natürlich von Frauen, und natürlich wissen wir, dass auch Frauen unterschiedliche
Positionen vertreten. Und selbst wenn Frauen in Aufsichtsräten, 50%, wie es dort steht, in allen Aufsichtsräten wären, würde dadurch der Kapitalismus nicht abgeschafft sein. Aber für uns als Linke sollte es möglich sein, die Punkte zu formulieren, erst einmal, die uns verbinden, für die wir uns gemeinsam einsetzen wollen. Und genügend Unterschiede haben wir trotzdem noch. Und dass auch allein in unserer Partei nicht alle Frauen gleich sind von ihrem Status, von ihren finanziellen Möglichkeiten, das wissen wir auch. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Darum greife ich auch nochmal das auf, was Christiane vorhin gesagt hat, dass wir auch selbst in der Partei, und dafür werden wir uns auch einsetzen, Karin und ich natürlich in erster Stelle, dass wir auch selbst in der Partei die Voraussetzungen dafür schaffen, dass solche Aktivitäten, an denen Frauen teilnehmen wollen, auch so gestaltet werden, dass das nicht vom eigenen Geldbeutel nur abhängt. Wer es sich leisten kann, ist schön. Man muss auch nicht sich da die Fahrkarte oder was auch immer erstanden lassen. Aber wir wissen, wir haben viele Genossinnen und Genossen in unseren Reihen, denen das schwerfällt. Und darum müssen wir hier, um praktische Teilhabe zu ermöglichen, uns auch dafür in der eigenen Partei besser durchsetzen. So, jetzt bitte ich mich zu entschuldigen, weil, wie vorhin ja schon angekündigt, ich noch nach Berlin fahren muss, um an einer Konferenz teilzunehmen, wo es auch um Ökologie geht und auch diese... Auch wichtig, richtig. Und auch hier, das glaube ich, ist der Punkt, wo auch viele Forderungen kommen werden, hier das Programm noch entsprechend weiter zu entwickeln. Ihr habt das ja sicher auch verfolgt, dass es in den letzten Wochen dazu auch Diskussionen und Konferenzen gab und Forderung, diese Schiene, diesen Aspekt im Programm weiter auszubauen. Ich hoffe, dass uns das dann auch gemeinsam gelingt und wir am Ende des nächsten Jahres ein Programm haben, das wir nicht nur gemeinsam vorher diskutiert, beschlossen haben, sondern dass wir dann, wenn es beschlossen ist, auch nicht in die Schublade legen, sondern sagen, so, jetzt können wir mit diesem Programm auch losgehen und die Welt verändern. Dankeschön. Vielen Dank, Christine, dass du uns nochmal auf die Gemeinsamkeit in der Differenz orientiert hast, auf die Chance, die wir hier haben, produktive Pluralität Wirklichkeit werden zu lassen und irgendwie zu vernünftigen Produkten zu kommen. Da kann ich gleich dran erinnern, als eine ökologische Programmkritik auf dem Regionalkonvent in Rostock geäußert wurde, wurde das mit dem eigenwilligen Motiv, eine solare Wende zu erlangen, mit dem Brüder zur Sonne, zur Freiheit erinnert. Das fand ich denn doch ein bisschen eigenwillig. Und es wurde auch schon gesagt, dass wir die Bereiche nicht den Männern überlassen wollen. Zum Gemeinsamen, was wir also hier in diesen anderthalb Tagen noch herausfinden wollen, möchte ich jetzt Kerstin nochmal das Wort geben. Die Fragen waren manchmal nicht so sehr konkret auf uns aufgegliedert. Ich will nochmal was sagen zum Programm. Wie verändern wir das jetzt? Dann zu dieser Queer-Sicht, Perspektive, wie sehe ich die? Warum erschreckt die mich nicht so sehr, wie die Genossin, die hier gesprochen hat? Etwas zu den Übergangsprozessen und zum bedingungslosen Grundeinkommen. Ich versuche es wirklich kurz. Ich will nur eine Vorbemerkung machen. Alle Parteien in dieser Bundesrepublik Deutschland sind in der Krise, was ihren Nachwuchs betrifft. Wir sollten uns nicht selbst erschrecken und demotivieren, indem wir uns dauernd fragen, warum wir keinen Nachwuchs haben. Das kann ich wirklich sagen, haben andere Parteien, diese Frage steht da auch, genauso wie die Rolle und Motivation von Frauen, sich in dieses wirklich unmenschliche manchmal Politikgeschäft zu begeben. Das heißt, wenn wir die Frage nach der Erneuerung, der demokratischen Weiterentwicklung und Erneuerung der Bundesrepublik Deutschland stellen, dann stellen wir auch die Frage nach der jetzigen Parteiendemokratie, nach der jetzigen. Und das betrifft dann die Attraktivität von Parteienpolitik und das betrifft dann wieder alle Parteien. Also kein Monster gefahren nur für die Linke. Wir müssen ganz andere Modelle von politischen Aushandlungen finden und diese Aushandlungsprozesse müssen dann auch wieder vor Ort aufs Thema bezogen, auf das Projekt bezogen. Stuttgart hat es ja gezeigt, es ist nicht immer nur auf ein Thema, ein Projekt bezogen zu handeln. Man muss natürlich darüber hinausgehende Vorstellungen, Visionen haben, aber man kann sich dann zu einem Thema und einem Projekt zusammenfinden, das jetzt hier und heute in Politik gestaltet werden kann. Bestes Beispiel ist die Frage Mindestlohn oder öffentliches Vergabegesetz im Zusammenhang mit öffentlich finanzierter Beschäftigung zu Mindestlohnbedingungen, wo wir mit Gewerkschaften, mit Fraueninitiativen, mit Kommunen, die ansonsten politisch völlig anders aufgestellt sind, aus der Kenntnis der realen strukturellen Arbeitslosigkeit, ihrer Folgen für Kommunalfinanzen, aber für Kommunalfinanzen sagt mein Landrat. Und für die einzelnen Menschen, sage ich, zu einem gemeinsamen Modell finden, wie wir vernünftig bezahlte Arbeitsplätze vielleicht generieren.
Also ich denke, dass diese Infragestellung bisheriger Politikmodelle insgesamt unsere Aufgabe ist. Damit habe ich diese Übergangsprozesse, diese ersten Schritte beschrieben. Also erste Schritte hier und heute müssen durchscheinen lassen, wo man hin will, aber unsere Politik muss immer im Hier und Heute ansetzen. Und alles, was wir hier formulieren, damit müssen wir in der Lage sein, uns an alltäglichen Entscheidungen anzudocken und zu sagen, aufgrund dieses Problems gäbe es diese Möglichkeit der Lösung. Und da ist beispielsweise in einem System von Bildungsungerechtigkeit eine richtig gut gemachte Kindertagesstätte, die ich mit öffentlichen Mitteln als Bildungseinrichtung für alle Kinder gestalte, wo ich dann in der Grundschule die Qualität der Bildung so weit hochschraube, dass keine Alternativen suchen muss oder so weit gestalte. Das ist der Ansatzpunkt, wo ich das Auseinanderdriften von Gesellschaft, das Spalten von Gesellschaft ganz am Anfang für die Kinder, die jetzt klein sind, dem entgegenwirken kann. Also ich kann für diese Generation so etwas versuchen. Also das ist so ein erster Schritt. Deswegen fangen wir da in der Bildung eben am Anfang an, in der Kita. So. Und zwar für die Kinder von Arbeitslosen, genauso wie für die Kinder von Leuten, die Arbeit haben, die gleiche qualitativ hochwertige Kindertagesstätte. Und so. Ich plädiere übrigens für das Wiedereinführen des Wortes Kindergarten. Das machen wir mit dem Programm. Ich glaube, wir sollten es nicht überfordern. Meine Wunschvorstellung wäre es, zu den einzelnen Bereichen durchaus längere Texte zuzulassen, die erarbeitet werden von Leuten, die dazu Kompetenz haben und wo man sich auch mal traut, jemanden einfach mal was schreiben zu lassen. Schreiben ist nicht immer ein demokratischer Prozess. Und dann möglicherweise zu dem, was wir hinterher als Essential, wie es immer so schön heißt, also Essenz, Konzentrat, linker Politik, auf die wir uns in dieser neuen Linken einigen wollen, daraus dann das Programm zu machen. Ich weiß nicht, und das erschreckt mich, ob die ersatzlose Streichung des Paragraphen 218 bei einer Mehrheitsabstimmung auf einem Bundesparteitag zu einem Essential dieser Linken würde. Ich glaube, dass wir auch diese Debatte noch einmal führen müssen und ganz weit reinkommen in das, was heute unser Thema war. Also zu gucken, wie können wir jetzt tatsächlich die einzelnen Themenbereiche nochmal kritisch gegenlesen. Ich glaube, dass wir so grundlegend nichts Neues erfinden können. Aber die Erwartung an das Programm, es sei für immer und ewig in Stein gemeißeltes neue kommunistische Manifest, ich glaube, das sollten wir nicht fordern von diesem Programm, sondern es als eine Art Meilenstein begreifen, als einen Text, der uns für eine bestimmte Zeit einen Konsens, einen Ausgangspunkt für unser alltägliches Leben in den Ländern auch ermöglicht. Und dann zu sagen, auch die Länderpolitiken beispielsweise sind Werkstätten linker Politik. Bei verschiedenen Ausgangspunkten werden wir verschiedene Lösungen finden. Und dann an diesen aber das Visionäre, das Durchscheinen eines Ziels, was hinausgeht über den Kapitalismus, deutlich zu machen. Das ist unsere Aufgabe. Also dieses Miteinander von Ziel und konkretem Handeln heute. Also wir sollten es nicht überfordern und wir sollten daraus keine Glaubensfrage machen, ob wir diesem Programm dann zustimmen oder nicht, ob wir mit jedem einzelnen Wort leben oder ob alles drin ist, was wir uns vorstellen. Weil ich auch wirklich denke, wir haben eine Lücke gelassen in der Debatte, wir selbst. Übergangsprozesse habe ich, Programm habe ich, queer. Das ist heute hier schön beschrieben worden von Katina, die hat die Negativformulierung aufgemacht mit der schwarzen Frau. Wir haben das in der Linkspartei, in der PDS-Vorgängerpartei mal anders formuliert. Wir haben gesagt, nur der gesunde weiße Mann in der Bundesrepublik Deutschland, der möglichst keine Kinder hat oder wo die Frau sich drum kümmert und sie auch vielleicht versorgt, der einen Job hat, der ihm genug Arbeit gibt, nur der kann sagen, er ist nicht in irgendeiner Weise interessiert an der Überwindung des patriarchalen Systems, was wir heute haben. Nur der. Weil der braucht keine anderen. Es ist ein Irrglaube. Aber wir sind ja selber Profiteurinnen dieses patriarchalen globalen Systems, ob wir das wollen oder nicht, jeden Tag, wenn wir einkaufen gehen. Wir können uns davon nicht befreien. Wir können nur sagen, wir wollen es anders machen, unseren täglichen Handeln. Deshalb ist für mich immer das, was ein Individuum tun kann, schon wichtig. Ich kann die globale Arbeitsteilung im Augenblick nicht verhindern. Ich kann aber dafür sorgen, dass möglichst Frauen, die ich kenne, die es sich leisten können, bitteschön keine polnische Putzkraft einstellen, sondern eine aus unserem Projekt in Strausberg, wo Frauen, zum Beispiel übrigens
schlimmerweise Frauen aus der ehemaligen Sowjetunion, aus Russland, aber sich zusammengeschlossen haben zu einer Firma, wo sie zu vernünftigen Mindestlohn die Arbeit aufteilen und in verschiedenen Haushalten arbeiten, versichert zu einem vernünftigen Einkommen, rechtlich abgesichert, gesundheitlich abgesichert. Das kann ich nur versuchen. Das ist wenig, aber es ist ein Beginn. So. Also wir haben doch alle das Problem, dass wir am Ende unter diesen globalen Bedingungen leiden, weil sie uns eigentlich einschränken. Es gibt fast keinen Menschen, der nicht eingeschränkt wird. Deshalb sage ich, die Vielfalt hat mich nie bedroht. Für mich ist dieses Vielfaltsdenken eigentlich immanent. Und das, was hier mit queer beschrieben wird, ist für mich, ich weiß, ich meine nicht die Analyse. Die Analyse ist unabdingbar, die müssen wir leisten, das habe ich selber gesagt. Aber das ist für mich der Ansatz, wo ich das ins Solidarische gieße und sage, diese Vielfalt ist Existenz und das solidarische Handeln, wo wir nicht versuchen, eine Lösung auf Kosten der anderen zu suchen, das ist dann wiederum eigentlich die Lösung. Also mich bedroht das nicht, mich zerfasert das im Kopf nicht, sondern ich finde es eigentlich im Solidarischen aufgehoben. Und deshalb auch einen ganz interessanten Denkprozess. Bedingungsloses Grundeinkommen. Wenn ich sage, das Solidarische, aber auf der anderen Seite sage, das Individuum ist für mich Träger aller Grundrechte, wie vorhin, dann wäre eigentlich bedingungsloses Grundeinkommen die Antwort, ja, dann muss ich auch dafür sein. Ich weiß, dass es als Denkmodell und auch als Gesellschaftsmodell taugt. Es ist ein wunderbares Modell, um zu beweisen, dass diese Welt anders gemacht werden kann. Im Augenblick hilft es mir nicht in meiner täglichen Politik, weil es nicht ansetzt an den realen Erfahrungen der Leute. Es kann sich kaum einer vorstellen. Diese Sicherungssysteme in der Bundesrepublik wollen wir gerade ganz anders überhaupt festhalten. Die erodieren jeden Tag. Ich kriege es nicht vermittelt im täglichen Dasein. Das ist mein Problem. Ich kriege es auch schwer durchgerechnet. Das ist eine ganz andere Frage. Wir haben versucht zu sagen, wenn ich das Individuum sichern will, muss ich sichern, dass alle die ganz objektiv nicht arbeiten können, abgesichert werden und zwar diskriminierungsfrei. Aus den verschiedensten Gründen, weil sie es nicht wollen, weil sie es nicht können, weil sie es nicht dürfen, weil sie zu jung, zu alt, nicht arbeitsfähig sind. Also das ist der Punkt. Und wenn ein Mensch sagt, ich möchte diese Existenzsicherung beanspruchen, dann darf er nicht diskriminiert werden, so wie das jetzt mit dem Hartz-IV-System ist. Also wir haben es versucht, andersrum zu denken, weil für mich Arbeit, und zwar im Friggerschen Sinne Arbeit, die Gesamtheit von Arbeit, die ich leisten kann und möchte, eigentlich Bedürfnis ist. Keine ausbeutende Arbeit, keine diskriminierende, keine, die mich nur kaputt macht. Ich mache auch Arbeit, die mir nicht gefällt. Aber im Ensemble des Gesamtdaseins hebt die sich wieder auf. Und so etwas dann als Vision zu haben, das ist für mich einfacher verständlich, als zu sagen, ich gebe allen die gleiche Summe, dann sollen sie machen, was sie wollen, es findet sich. Also es ist für mich ein Denkmodell, es ist für mich im Augenblick aber politisch im täglichen Suchen nach Lösungen schwer vermittelbar und schwer handhabbar. Aber die Debatte finde ich berechtigt und spannend. Das war's. Vielen Dank. Das hier, diese Debatte können wir in die Werkstatt, die sich mit Arbeit und Einkommensumverteilung beschäftigt, fortsetzen. Die gleiche Frage nochmal und auch natürlich andere Antworten zu dem Angefragten, wie wir den Programmentwurf verändern können, an Christiane. Wie können wir den Programmentwurf verändern? Also ich mache heute Vorschläge, keine von ist eingegangen auf meine wunderbare Idee, dass wir ein Frauenprogramm schreiben, nicht um uns zu isolieren, sondern um uns einzubringen. Ich mache eine zweite wunderbare Idee, die auch ein bisschen kompliziert ist. In der Europäischen Linkspartei, in der ich ja im Vorstand bin, haben wir das Konsensprinzip seit 8 Jahren. Seit 8 Jahren gibt es diese Partei, wir arbeiten nach dem Konsensprinzip. Und ich kann jetzt nach 8 Jahren sagen, es ist für mich, für Linke, das produktivste Prinzip, was ich kenne. Es ist absolut produktiv. Wir müssen nämlich zuhören. Wir müssen ganz genau suchen, wo wir Übereinstimmungen finden. Wir müssen sehr präzise sein in unseren Gedanken und einen großen Respekt gegenüber unseren Meinungen haben. Und dann kommen wir zu ganz erstaunlichen, sehr nachhaltig stabilen Ergebnissen.
Und die Arbeit macht übrigens mehr Spaß, weil dieses Ätzende, ich setze mich jetzt durch und Gerüchte werden dabei verbreitet und das ist ja alles ekelhaft. Es geht ja in der Regel nicht um sachliche Mehrheiten, sondern es geht bei uns auch um Fertigmachen. Das entfällt damit, weil es gar keinen Boden hat. Diesen Gedanken zumindest einzubringen oder wenigstens unter uns Frauen im weitesten Sinn, ich weiß, wir haben unterschiedliche Strömungen, ich habe auch zu vielen Differenzen, aber sowas mal zu versuchen, also wo können wir, egal in welcher Strömung wir sind, Dinge gemeinsam in diesem Programmprozess erarbeiten, das wäre, finde ich, toll. Dazu ist Voraussetzung, dass die Bundesgeschäftsstelle endlich garantiert, dass wir überhaupt eine Kommunikation haben. Wir treffen uns alle paar Jahre mal. Es wird jedes Mal gesagt, wir wollen danach aber kommunizieren. Wir wollen die Papiere veröffentlichen. Wir wollen eine Liste haben für Erfahrungsaustausch. Welche Frauengruppen arbeiten bei uns toll? Wo gibt es Erniedrigungen? Wo werden Frauenrechte in der Partei verletzt? Was machen wir dagegen? Dazu müssen wir ständig kommunizieren und das ist genuine Aufgabe der Bundesgeschäftsstelle, das zu organisieren. Und ich hatte vorhin schon gesagt, angesichts von Gender Budgeting, was der Linken auch gut tun würde, müssten da eigentlich die Ressourcen sein, sowas hinzukriegen, und zwar jetzt. Das wäre für mich das Wichtigste, diese beiden Dinge, das ungewohnte Konsensprinzip, mal selbst nachdenken, wie weit sind wir fähig, wie helfen wir uns gegenseitig da fähig zu werden, dann eine Kommunikation organisieren. Auf dieser Grundlage, denke ich, könnten wir dann ganz vernünftig arbeiten, zum Grundeinkommen und so weiter, würde ich gerne was sagen, das mache ich dann in der Arbeitsgruppe. Ne? Jetzt erstmal nur da, wir sind unter Zeitdruck. Diese beiden Dinge wollte ich gerne einbringen. Vielen Dank, Christiane. Ich gebe zum Abschluss auch nochmal die Frage nach dem, wie wir den Programmentwurf verändern oder von der 4-in-1-Perspektive hier weiterarbeiten können, an Frigga. Ja, danke. Ich versuche das sehr knapp zu bündeln. Wir können ja in der Arbeitsgruppe weiter diskutieren. Es geht eigentlich um die Frage im Ganzen, wie machen wir Politik? Und wenn wir Politik machen, ist doch zugleich die Frage, für was gewinnen wir andere, dass sie es als ihre Politik machen wollen? Das nennt man die Hegemonie-Frage. Und in unserem Fall denken wir doch, dass alles ständig in Bewegung ist und sich ständig verändert. Und in der ständigen Veränderung müssen wir gleichzeitig begreifen, dass es eingefahrene Gewohnheiten, Privilegien gibt, die nennen wir Patriarchat. Die verändern sich gar nicht so schnell. Erstaunt blickt man auf die ewig alten Strukturen, plötzlich denkt es bis wieder 1954 oder so, wenn man innerhalb der Linken Politik macht. Also ist alles in Veränderung und gleichzeitig ist ebenfalls alles in Krise und fest und eingefroren. Alles dieses zugleich. Was bedeutet das für uns als Politik mal? Wir, aus den verschiedenen Elementen kam hervor, wir möchten zum Beispiel gegen die Normalität oder gegen die Normalisierung Politik machen. Das heißt, wir wollen eine Hegemonie gegen die Normalität gewinnen. Wie machen wir denn das? Und die mögliche Weise, das zu tun, ist, dass die Einzelnen für sich selber Selbstveränderung wollen. Ohne das wird es nicht gehen. Wenn die Einzelnen sich nicht selbst verändern und um die Verhältnisse um sich herum zu verändern, also um Gesellschaft sich anzueignen, sich selbst zu verändern, geht es nicht. Und das bedeutet, dass wir in der Frage des Patriarchats natürlich mit Männern eine energische Selbstveränderungspolitik ebenfalls betreiben müssen. Mit uns sowieso. Aber das sind wir gewohnt. Wir sind ja in ständiger Selbstveränderung und reflektieren das auch und merken, dass das zwingend ist. Aber wenn wir ein eingefahrenes Patriarchat haben, brauchen wir auch dort Strategien zur Veränderung. Und wie kann man das machen? Also die Hauptlinie von 4-in-1, ich habe das bei Christiane nicht wiedererkannt, dieses Modell, was sie vorgestellt hat, damit habe ich nichts zu tun. Die Hauptlinie von 4-in-1 ist doch, gehen wir mit Rosa Luxemburg vor, wir brauchen ein Fernziel, eine Vision, eine Perspektive. Und diese bestimmt unsere Schritte jetzt und unsere politische Handlungsfähigkeit und unsere Reformen hier. Das Fernziel ist natürlich etwas anderes als die einzelnen Schritte, die wir gehen. Schritte in der Perspektive, eine Gesellschaft ohne Unterdrückung und Ausbeutung zu haben, sind zum Beispiel bei den Frauen die Quote, die Gleichstellung. Das sind Schritte, aber auf gar keinen Fall das Ziel.
Wenn man das mit dem Ziel verwechselt, macht man eine bürgerliche Politik wie alle anderen Parteien auch. Wir müssten also das Fernziel im Auge haben. Deswegen habe ich den großen Weg historisch vorgeschlagen über den Ursprung aller Unterdrückung. Und das ist die Arbeit. Und dann ihre Verteilung. Und dann die Verteilung auf verschiedene Menschengruppen, Frauen- und Männerarbeit, Stadt und Land, Kopf und Hand. Und Arbeit für einige und andere haben nur den Genuss davon. Also Arbeit und Nichtarbeit. Diese verschiedenen großen Teilungen, wenn wir das nachvollziehen, sehen wir, wie Frauenunterdrückung sich dann durchzieht und dass wir ohne einen Angriff auf diese Art der Arbeitsteilung sowieso gar nichts verändern. Und wenn wir jetzt aber den Angriff machen, dann müssten wir, glaube ich, auch einige Sachen relativ klar sprechen. Zum Beispiel ein Vorschlag war, wir müssen endlich Produktion und Reproduktion, die Trennung zwischen beiden, aufheben. Das ist überhaupt keine gute Idee. Weil es würde ja bedeuten, dass wir den Gesetzen, in denen jetzt produziert wird, zum Beispiel mit möglichst wenig Zeiteinsatz, schnell, mit Effektivität, mit Leistung, dass wir diese Gesetze auf die Reproduktion übertragen oder verschmelzen das Ganze und das ist zusammen ein Bereich. Viel vernünftiger ist es doch zu sehen, dass im Reproduktionsbereich eine andere Zeitlogik herrscht, Ruhe und viel Zeit für die Fertigstellung der verschiedenen Produkte, dass also dort, das kann man gar nicht als Produkte sprechen, dort es um das Verhältnis der Menschen zu den Menschen geht. Und das ist nicht die Frage allein von Mutter und Kind. Deswegen sehe ich auch nicht, dass das irgendwie schreibbar ist, ohne dass wir alle weisen, wie die Menschen sich in der Gesellschaft zueinander verhalten, einbeziehen in dieses Zielprojekt. Es geht also um Mensch-Mensch-Beziehungen und die sollen nicht der Logik der Lohnarbeit unterworfen werden. Wenn wir das fordern, sitzen wir als Frauen gleich wieder auf dem unbezahlten Sektor. Deswegen ist das auch keine vernünftige Forderung und infolgedessen war der Vorschlag in der 4-in-1-Perspektive, lassen wir doch die vier Bereiche in ihren Logiken nebeneinander bestehen und fordern unsere Zuständigkeit für alle vier und auch die Zuständigkeit aller Männer für alle vier. Dann kann man das als Verknüpfungspolitik machen, muss das nicht einander überstülpen und man kann sehen, dass alle davon gewinnen, sodass die Selbstveränderung, die dann den Männern abgefordert ist, für sie auch ein Gewinn ist, weil es die Zunahme an Menschlichkeit ist. Da drin war die, bei Christiane habe ich noch verstanden, dass die Inhalte gar nicht gesprochen werden von Arbeit in der 4-in-1-Perspektive. Das ist doch irgendwie Unfug. Ist doch die Frage, um die Gesellschaft zu kümmern, politisch einzugreifen, unsere Lebensbedingungen zu gestalten, brauchen wir Zeit. Um uns um andere Menschen zu kümmern, brauchen wir Zeit. Um uns selber zu entwickeln, brauchen wir Zeit. Also können wir es uns nicht leisten, niemand in dieser Gesellschaft 8 Stunden in der Lohnarbeit zu verbringen. Er wird unmenschlich sein. Infolgedessen müssen wir eine radikale Verkürzung auf 4 Stunden führen. Und jetzt, indem wir das haben, können wir doch auch die Qualität und die Inhalte von Arbeit selbstverständlich bestimmen und die Humanität da einziehen lassen und entsprechend qualitative Forderungen stellen. Was denn sonst? Das heißt doch nicht, 4 Stunden soll jeder in der Tresenhülle sein, anschließend 4 Stunden im Sandkasten und anschließend Geige spielen und anschließend in die Partei eintreten. Das ist nicht die 4-in-1-Perspektive, sondern das ist die Möglichkeit, das Leben ganzheitlich zu leben. Und dann soll es uns befähigen, innerhalb der jetzigen Politik, das ist nicht nur die Partei und nicht nur das Parlament, sondern zugleich auf der Straße, in der Presse, beim Schreiben, im Theater spielen und so weiter, das durchzuführen. Das war die Idee davon. Und ich dachte, dass der Standpunkt der Frauen so ungeheuer wichtig ist darin, weil sie das Verhältnis zu den anderen Menschen nicht vergessen können. Das läuft über ihre Körper und infolgedessen ist das ein fester Bestandteil, auf den wir bauen können. Das heißt nicht, dass es nicht einige Frauen gibt, die nicht so sind. Das ist ja Unfug, ist ja nur eine Tendenzgeschichte. Jetzt noch die letzten beiden Fragen waren, wie gehört denn eigentlich das Grundeinkommen da rein? Oder gehört es da rein? Und wie machen wir das mit den Texten?
diese Grundeinkommenspolitik tritt für mich eigentlich 100% meiner öffentlichen Auftritte auf, nämlich wo immer ich die 4-in-1-Perspektive vorstelle, kommt die Gruppe, wir sind für das bedingungslose Grundeinkommen, wir finden uns total wieder in deinem Projekt, nun findest uns du dich auch wieder in unserem. Wir können das doch ganz schnell zusammenbinden. Dieser Gedanke, der verwirrt mich, weil ich ja ausgehe von der Arbeit. Und Arbeit, das Stück Arbeit als Teilhabe an der Gesellschaft, als Menschenrecht, die Reproduktionsarbeit als Menschenrecht ausführen. Und wie komme ich denn dann von da auf ein bedingungsloses Grundeinkommen? Ich möchte das alle teilhaben an allen Punkten. Aber das bedingungslose Grundeinkommen hat auch den Vorteil, dass es einmal das Humane, dass alle, wie Kerstin das gesagt hat, dass selbstverständlich alle in dieser Gesellschaft ohne irgendwelche Schikanen leben können müssen. Aber warum nennen wir das nicht anders? Rosa Luxemburg hat gesagt, es ist selbstverständlich, dass alle die sozialen Garantien des Lebens haben. Das ist doch ein viel weiterer Begriff. Die sozialen Garantien des Lebens beinhaltet doch auch die Teilnahme an Kultur und Infrastruktur und so weiter. Wir können damit besser Politik machen, finde ich. Aber wir diskutieren das ja weiter, wie das geht. Und der Anspruch, dass man gegen Leistungsgesellschaft und sowas einen kulturellen Bruch organisiert, mit der Initiative für das bedingungslose Grundeinkommen, das finde ich, ist ein wichtiger Anstoß, aber ich würde sie gerne gewinnen für die sozialen Garantien des Lebens und dann für das Recht auf Arbeit und auf Entwicklung als Menschenwürde und so weiter. Und ich sehe nicht, wie ich das wirklich begründet in eins kriege. Aber mit den sozialen Garantien des Lebens würden wir das auch können. Alle Grundeinkommensmenschen würden sagen, jawohl, sozialen Garantien, das bestimmen wir, was das eigentlich ist. Dann habe ich, die letzte Frage ist, wie machen wir das mit dem Programm? Ich finde wirklich sehr gut den Vorschlag, dass die wir schon angefangen haben, Texte zu schreiben, und das geht ja jetzt an alle, die das schon angefangen haben, ist ja kein Ausschlusselement, sollten das weiter tun und diese Texte an die Programmkommission oder an die Redaktionsgruppe schicken. Natürlich mit der Hoffnung, dass das demokratisch weitergearbeitet wird und verändert wird und so weiter. Ich finde auch, dass wir noch eine Gruppe brauchen, die die ganzen Fehler aufschreibt und das auch an die Redaktionsgruppe gibt, damit wir damit leichter leben. Und ich könnte mich gut damit anfreunden, die Linien, die Hauptlinien, die da jetzt fehlen, weiterzuschreiben und mit anderen zusammen euch das zu schicken. Vielen Dank. Ja, ich glaube, das ist eindrucksvoll gelungen, das soziale Fragen mit einem sehr menschenrechtlichen Blick zu verbinden und dass das offenbar doch in einer feministischen Perspektive gehört. Wir müssen, glaube ich, die Frage, wie wir mit unserer Programmkritik weiter gemeinsam umgehen. Wir müssen diese Frage mit jetzt in die Werkstätten nehmen. Dazu wird Vera gleich noch ein paar Ansagen machen. Ich möchte abschließen mit einem Zitat aus einem Beitrag. Es sind ja viele Beiträge schon im Vorfeld der Bundesfrauenkonferenz geschrieben worden, weil ich denke, dass das aus unserer Debatte deutlich geworden ist. In diesem Beitrag von Katja Kipping, Karin Leigen, Cornelia Möhring wird sozusagen nochmal ein schönes Motiv aufgegriffen. Sie sagen, das Motto eines linken feministischen Programms der Partei Die Linke könnte ein Satz der französischen Philosophin und Feministin Simone Beauvoir sein. Und sie zitieren sie und sagen, es ist die Aufgabe des Menschen im Reich der Freiheit inmitten der gegebenen Welt zum Durchbruch zu verhelfen. Zitat Ende. Und sie setzen fort und ich denke, das haben wir heute schon wirklich deutlich andiskutiert. Wobei das Reich der Freiheit für die Befreiung von kapitalistischer, patriarchaler, rassistischer und heteronormativer Unterdrückung gemeint ist. Ich möchte mich sehr bedanken für eure unerschöpfliche Aufmerksamkeit und Tapferkeit, dieses Forum so mit durchzustehen. Und ich hoffe, dass ihr sozusagen hier auch viel, viel Anregungen mit in die Werkstätten nehmt. Derer macht noch eine organisatorische Ansage.